Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr da seid hier. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu früh. 3 Minuten zu früh, es sei mir erlaubt. Hey Happy, hey Bobby, hey Psychoblad und Sivalane und Nemirov und Partyprinz und Tintor und Munznuff und Inga und Scorpion Elf. Und Geldi und hey Max, wir werden die Antwort nie erfahren. Falls du dich beziehst auf ein Video, was gerade schon lief und ich das jetzt unterbrochen habe, die Videos gibt's alle. Zum Beispiel auf unserem Best-of-Kanal. Ich empfehle das. Wo Scholz ist natürlich eine wichtige und gute Frage. Na, hoffentlich gehen die Server heute. Gestern war eine Katastrophe. Ja, ich habe gestern John Cena auch schon ein bisschen gespielt, während Jay Maggi irgendwas. Maggi, ich glaube, Jay hat gestern Maggi gestreamt, ne? Irgendwie sowas. da habe ich auch schon ein bisschen gezockt. Es war ein sehr schöner Abend gestern, muss ich sagen. Seit, weiß ich nicht, gefühlt Jahren, dass ich einfach einen Abend online gegangen bin, auf den Discord gegangen bin, den Streamer-Gilden-Discord und einfach mit Leuten, die ich vorher noch nicht kannte, gequatscht und gezockt habe. Das war sehr, sehr cool. Funktioniert das Gildenfenster eigentlich wieder? Ja. Ach komm, wir gehen hier direkt in the game, ne? Lasst doch hier nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Krieg, Kreizi, Dankeschön für den Resub. Malte ebenfalls. Und Michi. Und Direct3D. Und Akumamitsu. Und Lars. Und Lucking. Und der Korti. Dankeschön für eure Subs. Jetzt geht's schon wieder los. Inf in die Gilde, bitte. Direkt gemacht. Schade, dass GTA erst 2025 kommt und für PC dann bestimmt erst 2026. Ja, 2026, wenn wir Glück haben. Ne? Kommt drauf an, wann es 2025 für die Konsolen kommt. Ich bin nicht so enttäuscht wie manche andere darüber, muss ich sagen, weil ich damit gerechnet habe. Nicht, dass ich jetzt hier mich als den oberschlauen Motherfucker darstellen lassen will, sondern eher, dass es so ein Management von Erwartungshaltung ist dann in dem Fall. Ich habe mir halt gar nicht vorgestellt, dass die es jemals gleichzeitig veröffentlichen könnten. Deswegen kann ich gar nicht so traurig sein. Dankeschön, Tinker Bay, für den Resub und Talon für den vergifteten Sub. Auch sehr gut, für den gegifteten Sub. Scorpion L für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Und Bugatti für den Resub. Es ist in Reichweite, alles gut. Ich feiere es immer noch, dass du beim Verstecken eiskalt WoW gespielt hast, schreibt Shion. Das war natürlich ein Joke. Bei Friendly Fire. Ja, aber ich fand ihn guter. Gibt es noch Platz in der super tollen Gilde PS, wo Scholz war sehr schnell vergeben als Name? Ja, komm, let's go hier. Wird auch eingeladen. Tatsächlich ist diese Community-Gilde, die Dalu da gegründet hat. Wo mache ich denn das hier hin? Wo geht's denn nicht auf den Sack? Es geht überall auf den Sack, ne? Fenster ist voll. Also diese Community-Gilde, die Dalu gegründet hat, diese Streamer-Gilde eigentlich, ist eine brillante Idee gewesen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ist jetzt nicht das erste Mal, aber es gibt eine Gilde, die ursprünglich quasi gemacht ist von Dalukart. Die heißt Wir nehmen Kerze. Da sind ganz viele Streamerinnen und Streamer drin. Und wir haben auch einen Discord, wo wir quasi jederzeit rein können. Alter. Aber wir dürfen auch Leute aus der Community einladen. Und jedes Mal, wenn ich online komme, so sagt man sich so Hallo und alle sind sehr nett. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann jetzt hier aber nicht den ganzen Stream Leute einladen. Jetzt sind mal 30 Leute nur da. Das will ich eigentlich nicht machen. Es ist wirklich eine sehr, 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 sehr nette Gilde. Ja, ne, alle, die ich jetzt hier annehme, ihr wisst es, ihr müsst mir natürlich Geld schicken, 2 Gold Minimum. Ich habe bisher tatsächlich von Zuschauern 2 Gold geschenkt bekommen, von einem. Das ist es. Mehr wurde ich gar nicht gepusht. Ich dachte, ich habe einen krasseren Streamer-Bonus. Ach, scheiße, hier stehe ich jetzt über den Quest. Ja, da stehe ich über meinem Inventory.
So, ich soll 5 Berg, Eber killen dann. Und innerhalb von 12 Minuten zurückkommen. Peter, du bist unser Sugar Daddy, Nulle. Ich brauchte Monies. Wobei, ich habe mittlerweile fast 4 Gold. Ich fühle mich wirklich. Kamen die Gildenspenden bei Friendly Fire von Dalu an? Fragt gerade Perlschen im Chat. Ja, das wurde mir gestern aber auch erst erklärt, weil ich habe das bei Friendly Fire nicht direkt mitbekommen, dass es auch eine Donation gab bei Friendly Fire, eine Spende bei Friendly Fire von der Gilde, von der Wir nehmen Kerze-Gilde, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Die meisten machen ihre Webcam über den Chat nur als Tipp. Ja, überlege ich auch. Mache ich auch. Dann lese ich nur die Sachen vor, die relevant sind. Let's go. Let's go. Also, ich befinde mich gerade in Lochmodan. Bin mittlerweile Level 18. Warte mal, das ist ein räudiger Bergeber. Was für Bergeber muss ich denn killen? Alte Bergeber. Nicht räudiger. Ich finde räudige Bergeber so einen geilen Namen. Von der Gilde an Peter. Nee, so war es leider nicht. Ich verdiene nichts bei Friendly Fire. Außer natürlich Liebe und Respekt von anderen Leuten. Ah, es sind so viele Leute, die in die Gilde wollen. Ich muss aber auch sagen, in unserer Community gibt es dann doch überraschend viele, die die WoW mögen. Die WoW spielen. Die viel mehr Ahnung haben von WoW als ich. Also, der Loch ist geiles Deutsch. Ja, so heißt der See. Der See heißt, ja, der Loch. Ich weiß auch nicht so ganz, wieso. Alter, ich komm, werde gerade durchgehend angespammt. Nicht per se spammen. Aber... Komme ich noch hinterher. Überliegen hier tote alte Bergeber. Aber das kriegen wir noch hin. Also ich habe keine Ahnung tatsächlich von diesem Spiel. Man lernt so Learning by Doing Style mäßig. Ich habe ja so ein Warlock. Meine Skillung ist aktuell, ich habe noch 2 Skillpunkte, weil ich nicht weiß, wo ich den tun soll. So auf Gebrechen. Ich habe Verderbnis 5 Punkte reingepusht, damit das ein Spontanzauber wird. Und dann noch meine Mana-Rex sozusagen verbessert, insofern, dass ich meine Gesundheit zu Mana machen kann, wenn ich denn möchte. Das sind bisher die Sachen, die ich gemacht habe. Weiß nicht, wo ich die anderen 2 reinmachen soll. Wir werden sehen, was es so gibt. Dankeschön, Tumisan, für die 5 Euro Trinkgeld. Schnee im Dezember. Gut oder schlecht? Naja, grundsätzlich freue ich mich über Schnee. Dezember ist der Ursprung, also schon eher der Monat, wo ich ihn klassischerweise verordnen würde, diesen Schnee. Also das passt schon. Und das zusammenarbeiten, Bro. Dann ist das noch mit meiner. Nimm an. Wer meine Einladung nicht annimmt, ist ein Arschloch. Naja, bei Season of Discovery musst du die Welt erkunden, um Runen zu finden, um deine Warlock zu verändern. Und die kannst du später ihn noch als Tank benutzen. Genau. Das ist korrekt. Beziehungsweise so habe ich das auch verstanden, muss man sagen. Und das ist ja auch. Das ist das, was es ja auch ausmacht. Peter ist Klicker, ja. Ich bin halt nicht gut in Classic. Ich klicke manchmal noch Sachen an. Thomas Juk hatte noch 5 Subs verschenkt. Dankeschön. Und Fresh Tribute, Resub, dankeschön. Nole, Bright Star Nova, Betty Kolumiek, Kiki Line, The Rowan System, Nitsi, Deviant und Hentai Kuhn. Dankeschön für eure Subs. Dankeschön. So, wir haben jetzt gerade die Herausforderung abgeschlossen. Die Herausforderung eines Jägers. Oh, Peter, gerade DLDS gesehen. Wir wollen hier im Chat nichts hören darüber. Selbstverständlich. Und ich wusste gar nicht, dass heute eine neue Folge online geht.
bin die ganze Zeit eingeloggt bei PietsBTV und hobe mir einen auf dadurch, wie das durch die Decke geht, unser React. Nee, ich war tatsächlich nach den Aufnahmen direkt am Weihnachtsmarkt heute. In Berlin am Breitscheidplatz. Der Breitscheidplatz ist krass. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das ist der Weihnachtsmarkt, wo... Wo laufe ich hier eigentlich hin? Ist das richtig, wo ich hier gerade hinlaufe? Mehr oder weniger. Das ist der Weihnachtsmarkt, wo vor einigen Jahren dieser Anschlag passiert ist. Wo jemand mit einem LKW, was glaube ich, in diese Menschenmasse reingefahren ist. Was ganz, ganz furchtbar ist. Ganz, ganz furchtbar. Und seitdem ist dieser Weihnachtsmarkt so krass abgesperrt, in Anführungszeichen. Dieser ganze Platz. Das ist schon eine interessante oder eine andächtige Stimmung. Weil du auch immer noch Fotos von den Opfern mit Kerzen an einer Stelle des Weihnachtsmarktes hast. Und das ist, ja, das vergisst die Menschheit auch nicht. Gut auch so. Aber ja, wir waren da, weil Hanni arbeitet da in der Nähe. Und dann habe ich die sozusagen von der Arbeit abgeholt. Dann haben wir uns mit Paul von Dr. Freud und seiner Frau Nadine getroffen von Dr. Freud. Und ihrem kleinen Kind und sind da einmal drüber. Haben Langosch gegessen. Und eine... da ist auch so eine Spanferkel-Brötchen-Bude. Und da habe ich so ein Spanferkelbrötchen bestellt. Und da dachte ich mir schon, Alter, der macht aber da wenig Fleisch rein. So eine ganz dünne Scheibe. Eine ganz dünne Scheibe. Und dann habe ich mir gedacht, boah, dem könnte ich jetzt eigentlich sagen, mach da mal mehr rein. Aber ich habe nicht die Eier gehabt. Und dann Paul kam dann später dazu. Ja, mit Kindern braucht man immer ein bisschen länger. Und dann habe ich dem gesagt, ey, wenn du da bestellst, dann sag dir mal, du willst mehr Fleisch. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er natürlich ein viel geileres Brötchen bekommen. Da habe ich mich geärgert, dass ich... Schönen Tag auch. ...dass ich nicht die Eier hatte. Ich habe über das Kind gefahren. What the fuck, was habe ich gesagt? Wait, what? Braucht ihr Hilfe? Was habe ich denn jetzt gesagt? Feines Stoffhemd? Das geht nicht. Weil wir haben ja das weiße Leinenhemd. Wir sind das Team weißes Hemd. War im September in Berlin, selbst da waren die großen Absperrungen und die Gedenkstelle an den Stufen. Ja, ist durchgehend. Also die Absperrungen sind tatsächlich beim Breitscheidplatz durchgehend. Diese, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber diese Autostopper sozusagen. Schönen Tag auch. Du hast gesagt, wir sind da einer drüber. Über den Weihnachtsmarkt. Mensch, Chat. Kurz hier Lucia einladen zur Gilde. Scheinbar möchte die Protagonistin von GTA 6 auch hier mitmachen. Und Lucia schreibt zurück, Ehre. Peter, wieso Allianz? Weil Allianz cool ist. Weil Allianz hübsche Figuren hat. Und nicht so Hässlons wie bei der Horde. Wie ist Warlock so, Peter? Ganz cool eigentlich. Ich wusste, als ich das ausgewählt habe, gar nicht, dass ich ein Pet habe. So wie ein Jäger quasi. Ich müsste zwischendurch immer mal wieder Leute einladen. Und ich habe zwei Stück. Entweder Wichtel oder hier diesen Seelenfresser. Nenne ich ihn jetzt mal. Und der ist eigentlich eher so als Tank-Pet gedacht. Also, dass der... die Aggro hält von den Gegnern, während ich dann in Ruhe meine Zauber draufsetzen kann. So ist der Gedanke. Allerdings muss ich leider sagen, dieser Seelenfresser oder Seelen-irgendwas, der hält die Aggro leider nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Captain Blaue Wolke, ja genau. Leerwandler, nicht Seelenfresser. Leerwandler heißt er. Ja, genau. Hey, Mr. Sick. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du eingeschaltet hast heute zu einer sehr entspannten Runde WoW. Bin tatsächlich auch ein bisschen müde, weil gestern ging's durch den GTA 6 Trailer länger. Den habe ich dann ja auch noch gerendert und hochgeladen und Bram ist sogar noch länger aufgeblieben, weil der dann dafür gesorgt hat, dass das Ding auch tatsächlich online geht. Weil am Anfang war das noch gesperrt. Da hatten die das noch nicht... Wer ist er denn? What the fuck? Als ob hier einfach so drei Elites rumlaufen. Sind die krass? Also krass sind die sowieso.
Alter, ich muss hier durchgehen. Was ist denn Zufuhr? Aber können die was? Also bringen die einem was? Gibt es einen Grund, sich mit denen anzulegen? Axte Peter Pet regelt. Never ever. Never ever. Ich werde so hart fertig gemacht. Werden. Never ever halte ich das. Die two hitten dich. Glaube ich. Der Trailer hat in 19 Stunden 78 Millionen Views. Der ist insane. Der Hype ist insane. Und es hat sich auch gelohnt, für uns früh aufzustehen, weil ich hatte es schon auf Instagram gepostet, da ist der halt echt gut gelistet bei den Suchanfragen. Wenn jemand nach dem Trailer sucht, sind wir halt ganz vorne mit dabei und haben deswegen, sind wir auch auf Platz 3 in den Trends. Insgesamt nicht in Gaming-Trends, sondern insgesamt in den Trends. Und das finde ich gut. Da kann man nichts gegen sagen. Kamen noch mehr Folgen von Lethal Company. Ich habe lange nicht mehr so gelacht beim Projekt. Ja, wir haben noch 2, glaube ich, aufgenommen. Spiel bitte etwas leiser. Dein Wunsch sei mir Befehl. Das ist mal 3 Dezibel leiser gemacht. Oh nein. Was ist hier? Was will Nessie von mir? Müsste mal meine ganze Leiste hier unten ändern, weil ich die überhaupt nicht in der Reihenfolge habe, wie ich die Sachen eigentlich benutze. Meine Herangehensweise, ohne auch nur ein bisschen Ahnung von Warlock zu haben, in WoW, ich wollte schon GTA sagen, ist quasi Dots draufsetzen, mein Pet machen zu lassen und zwischendurch in Schattenblitz zu ballern. Ich weiß aber nicht gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Herangehensweise ist, nenne ich das jetzt mal. Ach was! Dort sind schon richtig, das ist das Main. Lethal Company kam nicht gut an von den Views. Kam es nicht. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Hatte ich jetzt nicht so am Schirm. Oh, ich kann die Krokodile kirschnern. Also das Krasse natürlich bei GTA, wenn das jetzt erst auf der Konsole kommt, frage ich mich halt auch, wie häufig werden wir dieses Spiel kaufen. Ist eine sehr gute Frage, wie ich finde. Also wir werden diese Konsolengeneration kaufen und PC. Nächste Konsolengeneration sehe ich keinen Sinn für, wenn man PC hat. Deswegen easy peasy. Pad drauf, Dots und dann Zauberstab. Aber dann kommen noch Glyphen dazu. Was meinst du mit Zauberstab? Wie gut wird das wohl laufen auf der PS5? Ja, keine 60 FPS, ärgerlicherweise. Also es nervt mich natürlich, dass es nicht für den PC erst rauskommt, aber das ist halt die Taktik von Rockstar. It is wie it is, was willst du machen? Kann man nicht groß machen. Ich könnte natürlich sagen, diese Taktik finde ich scheiße. Deswegen werde ich dazu nichts machen und werde mir dieses Spiel nicht kaufen. Aber das halte ich für keine gute Idee. Wie kann ich einen Distanzzauberstab benutzen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das wird mir jetzt gerade geschrieben von Inui. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Distanzzauberstab benutzen kann. Wie kann ich den benutzen? Im Skillbuch. Oh. Das ist aber nicht angreifen, ne? Das ist schießen. Oh mein Gott. Also wir könnten es natürlich auch machen, wir könnten natürlich auch sagen, so ja, nee, drauf geschissen, wir machen gar nichts dazu und warten, bis das rauskommt. Ich halte das aus meiner beruflichen Perspektive für keine kluge Entscheidung. Ich halte es für eine klügere Entscheidung, dieses Spiel ab der Sekunde, wo es live ist, zu live Let's Playen und sobald der Multiplayer-Modus freischaltet ist, 2 Challenges die Woche zu pumpen.
für den Anfang oder irgendwie sowas. Das ist schon. Das ist zu weit entfernt. Ja, das ist halt so, als wenn du irgendwie Sport begeisterter Moderator oder Content Creator bist und einfach nichts zu dem wichtigsten Sportereignis deiner Sportart machst. Wenn du da nichts drauf machst. Weil GTA 6 ist das wichtigste Spiel und heiß erwartetste Spiel aller Zeiten, würde ich sagen. Und ich bin ja schon hype drauf. Es lohnt sich hier leider nicht. Ach, Star Citizen, never ever. Es lohnt sich hier leider nicht, andere Leute in eine Gruppe einzuladen oder so und mit denen gemeinsam hier irgendeinen Scheiß zu machen, weil. Es ist eine Drop-Quest, eine sogenannte. Ich will das mal wissen. Das ist ja quasi. So nenne ich sie zumindest. Also, das heißt im Endeffekt, dass es um die Items geht, die man hier braucht. Und die werden ja nicht geteilt. Da geht bei WoW Classic nicht WoW die ganze Zeit GTA nennen. Hilfe, Pat! Pat! Aggro! 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 Puh, das war knapp. Nein! Alter, dieses Pad ist so beschissen in Aggro halten, muss man leider sagen. Sogar der fucking Trailer hat euch nach 16 Stunden 250k auf einem zweiten Kanal gebracht. Logisch, dass man da alles mitnimmt. Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn es sich kombinieren lässt mit dem eigenen Interesse, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das eigene Interesse natürlich irgendwie subtil geboostet wird, dadurch, dass man weiß, dass es erfolgreich ist. Das ist natürlich dann immer schwierig voneinander zu trennen, auch im Kopf. Will ich jetzt mal behaupten wollen. Aber ist ein No-Brainer. GTA 6 ist ein No-Brainer. Guck mal, GTA 5 machen wir seit 10 Jahren Videos zu. Seit 10 Jahren findet GTA 5 auf unserem Kanal statt. Jetzt nicht seit 10 Jahren wöchentlich, aber schon seit Jahren wöchentlich und damals auch schon wöchentlich. Logisch, dass das auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Und uns selber auch. Und es ist immer noch gut. Es ist immer noch das beste Format, was wir haben. Meiner Meinung nach. Das ist, da GTA Online Challenge ist für mich was das Beste von Pietsmiet vereint. Da ist gerade eine Elite gespawnt. Ich bin außer Reichweite. Da gibt's hier eine Elite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den kann ich aber machen. Einfach widerstanden, der Penner. Das lädt immer noch auf. So, kann der jetzt irgendwie richtig geil. Hat einfach nichts fallen. Hat nichts fallen lassen. Okay, mittleres Leder. Das ist mein erstes mittleres Leder als Kirsche, was ich hier gefarmt habe. GTA Online-Channels sind auch meine liebsten Videos von euch. Einen guten Abend, Chat und Peter. Ja, schönen guten Abend auch dir. Kann ich absolut nachvollziehen. Sind auch so, gehören zu den Formaten, die uns auch am längsten selber Spaß machen. So GTA Online-Challenge ist so immer in der Woche sowas, wo man niemals denkt, oh, puh, sondern wo man immer denkt, nice. GTA Online-Challenge geht immer. Immer witzig. Kann ich noch nicht wirken. Warum Kirschner als Hexer? Mein Hintergedanke war, dass, also, als ich bin ja Schneidermeister. Oh. Und deswegen habe ich schon mal einen Beruf, der Geld kostet. Dann dachte ich mir, wäre es sinnvoll, vielleicht auch einen Beruf zu erlernen, der Geld bringt. Dann ist jetzt vielleicht der naheliegendste Beruf Bergbau, weil der am meisten Geld bringt.
Aber Bergbau hatten auch schon Christian und Jonathan, mit denen ich beiden am Anfang gezockt habe. Deswegen hielt ich das für keine gute Idee, weil ich dachte, dann kloppen wir uns immer um die Dinger. Deswegen habe ich den anderen Beruf genommen, wo man einfach während des Questens farmen kann und der einen dann wenigstens ein bisschen Geld bringt, und das ist Kirschen. Das ist mein Hintergedanke dabei. Lieber euer GTA-Format, dadurch bin ich auf euch gestoßen und bin so vorsichtig geworden. Guck mal, GTA Online Challenge ist die Einstiegsdroge für Pizmi-Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Leder kann man auch für einige Schneiderei-Rezepte bauen. Das kommt auch noch dazu. Stimmt. Habe ich auch schon zwischendurch gedacht. Ah ja, gut, dass ich gerade Leder habe. Was mit Kräuterkunde? Ja, Kräuterkunde finde ich scheiße. Kräuterkunde interessiert mich einfach. Kack. Ich weiß, ich habe nichts über für Leute. Ich verbinde das dann immer mit so, keine Ahnung. Weißt du, so Pflanzenmenschen. Weißt du, so Pflanzenmenschen. Ein Kräuterkundler sind Hippies, genau so. Dankeschön für die Subs. Dankeschön Hannes und Goizeboy und Toxic Hamster und Scream und Patty und Maituli hat noch einen verschenkt. Knallhelm, Moshmaster, König, Sarisor, Schmoitz, Zodiac, Gigo, Intium, Toxic, Crazy Locke, Leni, Kinshu zockt, Küken. Wo laufe ich hier hin, Alter? Ihr habt viel mehr gesubbt, als ich dachte. Astarix, X-Ray, CRX07, Annalena, Mr. Knolli, Lone Wolf, Dune of Arrakis, Nico Kolinski. Dankeschön, alles. Kräuterkunde ist der richtige Job für Bravi. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Also für dich soll es noch Fleischer geben, oder was? Ja, Kochen gibt's ja. Das Problem ist, ich habe so gar kein Interesse an dem Kochen-Skill hier in WoW. Ich habe alle Rezepte, die ich über Quest bekommen habe, einfach wieder verkauft. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie interessiert er mich einen Scheiß. Weil ich das Gefühl habe, dass man das gar nicht braucht. Weil ich nie reggen muss. Aber das ist wahrscheinlich komplett der Trugschluss und Kochen bringt einem Late Game irgendwie mega viel. Wie gesagt, PUBG oder EFT-Turnier machen genauso viel Spaß. Leider kommt kein EFT-Turnier-Video. Ja, EFT-Turnier ist erstmal weg wieder. Das hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das ist auch irgendwie so ein bisschen abgelutscht worden bei unseren Zuschauern und Zuschauern. Das hat man schon gemerkt. Plus 4 Arkan-Zauber-Schaden. Arkan-Zauber benutze ich, glaube ich, nicht wirklich. Wegen Buff-Food später. Kochen bringt dir Buff-Food. Peter ist ein Klicker. Ja, ich muss mir das abgewöhnen. Ich bin da ganz bei euch. Okay, pass auf, meine Rotation. Also erstmal machen wir dich dahin. So, angreifen brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Dann machen wir dich auf die 1. Dich auf die 2, weil ich dich manchmal brauche. Als erstes mache ich meistens das drauf, weil es länger dauert. Oder das. Dich brauchen wir hier hinten nur. Oder das. Und meistens benutze ich den Fluch. So, das sind die Sachen, die ich hauptsächlich benutze. Du hast quasi dort, 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 dort. Und dann entweder der normale, der kein Mana braucht, oder der Schattenblitz, der natürlich ordentlich Damage pusht. Dann haben wir hier noch die Dämonenhaut. Die brauche ich eigentlich gar nicht so dringend, aber die ist schon ganz praktisch. Und zwischendurch mal sowas wie Blut saugen oder selber Gesundheit in Mana umwandeln. Oder die anderen Flüche, die ich aber nie benutze. Oder als Seelendieb, womit man halt, ne, ja, Shit machen kann. Das sind so Sachen. Ihr müsstet mit Lethal Company weitermachen. Ja, habe ich schon gesagt. Kommt auch noch mehr. Jetzt bin ich ja hier komplett verwirrt. 3. 4. Das lädt immer noch auf. Da müssen wir uns hier jetzt mal das angewöhnen, ne? Namen zusammen. Kurz davor, WoW zum ersten Mal zu zocken. Was für uns denn zu empfehlen? Alter, du hast noch nie WoW gezockt und fragst direkt nach Addons. Das ist ja hier schon heißer Scheiß. Gib dem noch 2 Videos, dann ist es wieder weg. Gut möglich. Wenn es keine Sau interessiert, machen wir natürlich keine Videos dazu. Das wäre ein bisschen an unserem Beruf vorbeigearbeitet, sage ich jetzt mal. Wait! Das könnte hart werden. Probieren geht über Studieren.
ich jetzt aber vielleicht auch nochmal selber Damage machen. Nein, 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 nein! Ja, Gruppe! Help! Chill! Ich bin Dulli. Mal easy haben wir den hier gemacht. Muss ich da hinten wieder zurück, um die Quest abzugeben. Dankeschön, Skylar, für den Resub und Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. Die Mülltüte braucht immer, bis der Akku hält. Die Mülltüte. Das ist ja 10 von 10. Ich mach die Gilde hier voll. Je mehr Leute ich in die Gilde einlade. Ich bin kein Peter, aber mir kannst du Gold schicken. Wieso schreibt jemand sowas in die Gilde? Ich bin kein Peter, aber mir kannst du Gold schicken. Wer ist das denn? Mir kann man auch Gold schicken. Von der Lego wird, glaube ich, lecker am Donnerstag. Ja, mal gucken, ne? Aktuell ist eine gute Zeit zu zocken, muss ich sagen. Ich hoffe, dass GTA 6 auf der PS5 mit 60 FPS laufen wird. Never ever. Hallo, können wir bitte alle kicken, die hier nach Gold fragen? In der Lego ist doch Survival. Ich weiß noch gar nicht, was es ist. Ich bin sehr gespannt. Wir streamen Donnerstagabend. Übermorgen Abend streamen wir Fortnite Lego. Und dann gucken wir uns das mal ab. Was, Peter, liest den Gildenchat? Wie viele Augen hat der Mann? Zocken, Twitch lesen und dann nur noch das hier. Ja, ich lese alles und jeden. Ich lese auch, was ihr denkt. Oh, Scarlett Johansson. So. Junge, GTA 5 Fidelity Mode hat ja schon 30 FPS. Ja, ist halt echt so. GTA 5 kann ja nicht mal 60 FPS, wenn es gut aussieht. So, meinst du, GTA 6 soll das schaffen, oder was? Ich kann gerade nicht kämpfen. Ich muss Anna Hera in die Gilde einladen. So, jetzt helfe ich meinem Pet. Kann ja nicht so angehen. Nein, das ist falsch. Ich muss mich hier noch an meine Dingens gewöhnen. Gehen die Gilden eigentlich wieder? Ja, ärgerlicherweise schon. Das heißt, ich bin hier durchgehend am Einschlag. GTA 6 wird dir wahrscheinlich auf der Rage Engine von RDR2 brauchen. Du meinst auf der Rockstar Action Game Engine oder so ähnlich hieß sie doch, oder? Das hatten wir letztens noch bei 50 Fragen. Irgendwie so was war das. Alter, ich muss hier durchgehen, den beiden. Einer heißt Pete's Meat. Das geht aber nicht. Die Leute können wir leider nicht in die Gilde lassen. Später auch raiden, Pete Smitty. Naja, wenn mich jemand mitnehmen will, mal gucken. Erstmal in die Also du musst ja, wie ich gestern gelernt habe, als ich ein bisschen im Discord gechillt habe und mit Leuten geredet habe, die sich mehr auskennen. Du musst erstmal logischerweise Level 25 sein. Und dann wäre es natürlich gut, wenn du den Raid vorher anguckst, logisch. Also irgendwie Guides oder im Video oder so.
Und dann brauchst du sozusagen ein BIS-Equipment, ein BIS-Equipment. Und das heißt Best in Slot. Also du brauchst Equipment, also hier so Items. Und für jedes deiner Slots gibt es, je nachdem welche Klasse du bist, das beste Item, was du finden kannst in dieser Welt mit Level 25, bevor du graden gehst. Und Best Case hast du das, um dann den Raid mitmachen zu können. Hallo? Also da sind natürlich manche ein bisschen, Seid auf der Hut. Ja, mehr hinterher als andere. Ich glaube, da würde man jetzt vielleicht in unserer Streamer-Gilde das nicht unbedingt von jedem direkt verlangen. Oder wenn, dann nicht von mir. Streamer-Bonus und so. Aber man will sich ja schon Mühe geben. Raid mit Level 25? Ja, es gibt einen Raid. Das ist ja Season of Discovery. Griffons Klo. Bei Season of Discovery gibt es einen Raid. Ich glaube, einen 10-Mann-Raid, wenn ich mich nicht vertue. Den es vorher bei Classic nicht gab. Sieht sich. Mögen eure Reisen sicher sein. Wieso kriege ich hier so Köcher? Was soll ich mit Köcher? Auf dann. Nur kein Jäger mit so einem stinkenden Tier. Ich hab einen Leerwandler. Ich habe eine Mülltüte, die auch das gar nicht mag, dass die für mich arbeiten muss. Die hasst mich. Was ich auch ein bisschen witzig finde. Fühlt sich an wie Chef von Pizza zu sein. Lalo hat den Raid heute gemacht, wie ich zwischendurch gesehen habe. Ja, da war, glaube ich, auch Formular Lena bei. Wir haben heute 13 Uhr geradet. Als ich das gestern gehört habe, dachte ich auch, Alter, die haben alle kein Leben, ne? Die müssen nicht so wie ich ihren Mittagsvideos machen, so als Job. Die machen einfach den Raid. Und streamen den dann. Traumberuf. Captain Blaue Wolke, meinst du wohl? Nein, ich habe jetzt gelernt, dass der auch Mülltüte genannt wird. Und das finde ich 10 von 10 awesome. Wow, Peter, Hunter mit Tier wird mein erster WoW-Versuch. Bitte etwas netter zu den Tieren. Ja, ich liebe eigentlich auch. Also ich habe nichts gegen Hunter. Ich finde Hunter cool. Ich mag auch Tiere. Ich muss ja nur. Man muss ja ein bisschen shooten gegen andere Klassen. Das gehört ja dazu. Das ist ja Sinn der Sache. Ein bisschen ärgern. Ich glaube, jeder, der damals schon am Leben war, als der erste WoW-Trailer rauskam, wo der erste Shot von dem Zwerg mit dem Bär ist, jeder hat sich gedacht, das will ich sein. Hunter macht immer auf alles Need, auch auf viel Zeug. Das ist bei allen Huntern einfach so. Wait, wieso schreiben alle GZ in die Gilde? Was ist passiert? Endlich 25. Ah ja. Puh, muss ich auch schnell GZ schreiben. Bisschen später als alle anderen, aber besser später als nie. Als ob die Mülltüte nicht aufstinken würde. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Episch und Gänsehaut, diese Erinnerung. Ja, verstehe ich. Für mich auch. Dieser erste Trailer zu WoW war... Wow. War richtig insane. Steuerung 1 ist das, ne? Mir fällt jetzt das auf, streamst du immer ohne Musik? Naja, ich habe, ich habe einfach die WoW-Musik an und die läuft halt nicht durchgehend. Jetzt hörst du sie gerade wieder im Hintergrund, wie sie langsam ankommt. Die Musik, die hier noch modern manchmal spielt. Aber du hast halt nicht ein durchgehendes Doodle-Doodle, sondern es kommt so nach und nach. Da sind wieder die Elite-Mobs. Schon bekannt, wann die Season of Discovery erweitert wird. Ich glaube nicht. Gehen weit. Sykes. Musikschleife hilft da, glaube ich. Will man das? Ja, auch gut. Warum nicht? Ich meine, kann man machen. Wo stelle ich denn sowas ein? Audio. Spielst du eigentlich auf einem Hardcore-RAM? Das gibt es bei Season of Discovery nicht. Soweit ich weiß. Ist Level 25 aktuell das Max-Level? Ja. Spielst du eigentlich... Achso, nee, warte mal. In 6 Wochen wird gemunkelt. Ah ja.
Es wird gemunkelt, wann es weitergeht. Dankeschön, Tüni, für den Resub. I'm Shinox, Simmons, Svenji, Yannick, Liz Moore. Nee, Entschuldigung, doch Liz Limone und Remo. Dankeschön für eure Resubs. Sind denn jetzt hier schon wieder Elite-Mobs? Das ist auch ein Elite-Mob? Houston? Autsch! Autsch! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich bin ja auf jeden Fall falsch. Na gut, dass es kein Hardcore ist, aber hallo, Alter. Hallo! Falsch! Halt! Er hält einfach die Aggro nicht! Diese scheiß Mülltüte ist zu nichts zu gebrauchen! Ah, 4 wäre clever gewesen. Habt ihr recht. Die Quest steht auch mit 19 plus da. Ah, plus ist Elite, hä? Hallo? Ach, was, ja, das WoW Classic geht natürlich voll auf Nostalgie für manche, für mich gar nicht mal so sehr. Ja, nee, ist klar, damit der Mob erstmal in die anderen Mobs rennt. Warte mal, kann denn ein Mob einen anderen Mob pullen? BG3 eigentlich durch mittlerweile? Wenn ja, wie ist dein Gesamtfazit? Ich bin noch nicht durch. Ich bin weit fortgeschritten in Akt 3, aber kann mich aktuell nicht aufraffen, da weiterzuspielen. Weil das ist so ein Invest. Und das ist ja auch ein anspruchsvolles Spiel. Wo ich gerade irgendwie nicht das fühle, dieses Invest zu leisten. Ich will auch dem Spiel gerecht werden. Und dann nicht abends mal eben noch ein Stündchen reingucken und das nächste Mal dann wieder nächste Woche, weil ich die anderen Abende keine Zeit habe. Sondern da braucht man, finde ich, zusammenhängend Zeit für. Und da tue ich mich aktuell schwer mit, das zu finden. Ja, diese Quest lassen wir einfach mal links liegen. Lieber Stunden in WoW versenken. Ja, das ist halt immer so. Bei WoW denkt man sich, ah, wenn ich jetzt nur eine Stunde Zeit habe, kein Problem. Ist scheißegal. Whatever. Und dann merkt man, ah, man kann aber, wann habe ich jetzt gespielt? Ich habe Sonntag noch gespielt. Wobei Sonntag hätte ich zum Beispiel BG3 nicht spielen können, weil ich war Sonntag so durch im Kopf nach Friendly Fire und der Fahrt direkt danach nach Berlin. Da brauchte ich irgendwas, wo der Anspruch nicht hoch ist. Wo es egal ist, ob ich jetzt irgendwie aufpasse oder nicht. Sondern wo man halt einfach so ein bisschen Kopf ausschalten und let's go. Und dafür ist, finde ich, Baldur's Gate 3 nicht das richtige Spiel. Aber ja, gestern Abend hätte ich statt WoW, hätte ich Baldur's Gate 3 spielen können. Aber dann heute Abend wieder nicht, weil ich heute was streamen wollte. Morgen Abend nicht, weil ich morgen Abend weg bin. Donnerstagabend nicht, weil Donnerstagabend ist Fortnite. Freitagabend nicht, weil ich da was mit meiner Frau mache. Samstag nicht, weil wir da Weihnachtsfeier von Pete's Meet haben. Und Sonntag nicht, weil ich auf dem Geburtstag von Timo bin. Und dann ist er schon wieder scheiße. No? Hast du eigentlich nicht Fluch der Schatten? Ist das ein besserer Fluch? Habe ich denn Flüche? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich Fluch der Schatten habe.
kommt später in-game, glaube ich. Ist für dich BG3 Game of the Year? Ja, trotz dessen ist es das. Oder vielleicht auch genau deswegen, zugegebenermaßen. Dass man halt quasi sagt, das ist nicht die Schuld vom Spiel, dass ich Schwierigkeiten habe, diesen Invest aufzubringen, den es eigentlich bedarf. Sondern dass man eigentlich, hier ist nicht Shift 1, ist es Steuerung 1? Das ist Steuerung 1, okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, das steigert den Damage enorm, besser als Fluch der Pein. Ja, habe ich noch nicht. Ich bin Level 18 und glaube, ich habe alle Sachen, die man mit Level 18 kaufen kann. So, irgendwo hier. Ah, ja, das hier brauche ich. Bingles verschwundene Werkzeuge. Schuhe sind gedroppt. Schuhe sind gedroppt. Ja, Lederschuhe, die kann ich aber nicht anziehen. Oder meinst du andere Schuhe? Die Schuhe? Ja, die Schuhe. Ja, das ist gut. Dankeschön. Hey, du kannst dir ein Makro machen, dass das Pad angreift, ohne immer Steuerung 1 drücken zu müssen. Dass das Pad angreift? Aber wann greift es an? Das soll ja nicht random alles angreifen. Wird mir gerade Gold angeboten. Ich lehne mal ab. Das ist dann wie eine Attacke in deiner Leiste. Ah, das wäre tatsächlich hilfreich. Weil ich natürlich auch einfach klicken kann. Aber dann werde ich immer so gedisst im Chat, wenn ich klicke. Mann, Mülltüte, ey! Mach doch auch mal ein bisschen Damage. Und lass mich hier nicht so hängen, du Blödsack. Kannst ein Makro stellen, dass du per Klick einen Angriff machst und dann gleichzeitig dein Pad angreift. Ja, Tomb Raider, hier, Lara Croft ist am Stissel. Aber ich muss hier eigentlich nichts killen. Ich muss nur looten. Hier gibt es bestimmt auch eine Kill-Quest, ne? Aber die habe ich irgendwie noch nicht. Kannst es auch mit einem Fluch verbinden. Ja, das ist natürlich auch sehr praktisch. So, muss ich hier noch irgendwo was einsammeln? Ja, ganz am anderen Ende, okay. Was war da gerade? Eine dunkle Bedrohung? Sind wir jetzt hier bei Star Wars oder was? Das mit dem Makro ist leider auch nur semi-gut, damit jedem Schattenblitz seinen Leerwandler einen neuen Befehl bekommt und kurz jeweils pausiert. Ja, ich verstehe die Problematik. Ach, hast du das jetzt hier gerade gelootet? Da kann ich auch nochmal kurz jemanden einladen. G-Invite Kami. Wann guckt ihr eigentlich Best of 2022? Ich hab's schon vor Monaten gesagt. Ich hab schon immer gesagt, wann wir das gucken. Zum Jahreswechsel 2023, 2024. Dann liefen wir mal direkt wieder die Gilde. Die Gruppe, meine ich. Weil ich brauch da eigentlich nicht diese Gruppe. Ich musste keine Kills machen. Vielleicht holen wir uns mal die Quest da oben. Da muss ich die abgeben. Oh. Na egal, wir machen mal eine kleine Runde. Weiter Leute einladen. Alter, ich werde hier zugespammt. Gerade 3 Stück. Vier Stück. No! No! Dankeschön, der Korti für 5 verschenkte Subs. Dankeschön. Inato, hallo Chat, hallo Peter. Hättest du nicht 20 Minuten vorher auf dem Weihnachtsmarkt sein können, dann hätten wir uns sehen können.
Nee. Hätte ich nicht, tatsächlich. Aber es wäre witzig gewesen. Ja, da kommt die Ritze nicht noch. Nee, bin ich wirklich nicht. Nee, jetzt habe ich doch alles erforscht hier, oder? In Loch Modan. Habe ich das Loch jetzt? Der Loch? Wird denn hier rumgeschrien? Abgeschlossen. Wie geht's? Fort mit euch! Ich soll einen Bereich untersuchen. Da hinten. Okay, gehen wir doch mal hin. Paulskopf, guten Abend, Pete. Heute in die neue Folge Röststoff reingehört, ist ja zu empfehlen. Da, Paulskopf. Das ist ja lieb von dir. Ich freue mich natürlich. Ich finde es auch eine fantastische Folge geworden mit der guten Mona Strade aus Hannover, die ein 2-Sterne-Restaurant besitzt. Die ist so lustig und so toll. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge geworden. Wann kommt eigentlich meine Bringmeisterlieferung? Die müsste eigentlich jetzt nachher irgendwann zwischen 20.13 Uhr und 20.43 Uhr wird der Fahrer voraussichtlich eintreffen. Nun gut, wenn du das sagst. Ja, das ist irgendwie, finde ich, sonderbar, dass hier so tote, dass hier so Leichen liegen. Aber gut, wir ignorieren die mal. Ey, am Anfang der Folge dachte ich mir, wer hat da diese Lache eingespielt? Ja, das ist Monas Lache. Das ist insane. Warum kommt Röststoff eigentlich nicht mehr auf YouTube? Ah, wir haben diesen Hoster gewechselt und der andere macht das nicht mehr automatisch und ich bin Dulli und vergesse das. Das ist mein Fehler. Meiner ganz allein. Ist eigentlich mal wieder was mit Funk geplant, fand die Kombo sehr cool und er sagte, dass er gerne bei PS Koch mitmachen würde. Aber das war mir nicht bekannt und werde ich wahrscheinlich wieder vergessen, aber ich versuche mich dran zu erinnern, wenn wir mal wieder Gäste für PS Koch suchen. Danke Nashtok und Mr. Bits und Shepikites und Mark und der Korti hatte ich schon gesagt und Knalli und Abyss und Robin Robster und Matrox für die Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schaut ihr eigentlich gar nicht die Game Awards oder ist das erst zu spät? Sagst du mir mal kurz, wann das genau ist, weil ich das gerade nicht im Kopf habe. Level 19! Juhu! Jetzt werden wir nach Dummodre geschickt. Ich weiß nicht mal, wo Dummodre ist. Ist das das Sumpfland? Nee. Wo ist Dummodre? Nee, warte, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen ja da zu diesem Fragezeichen da. Hey, Nerdy! Die Game Awards sind Freitagnacht um 1.30 Uhr. Okay, Ninja Panda schreibt, Game Awards sind Freitag 0.30 Uhr. Wieso müssen die das zu so beschissenen Uhrzeiten machen? Ja, werde ich nicht sehen können. Ja, 1.30 Uhr ist es. Na, es ist zu spät. Also können wir leider nicht live drauf reacten. Nervt mich. Würde ich gerne drauf reacten, muss ich sagen. Aber nicht um 1.30 Uhr morgens. Denkst du, es gibt zu GTA 6 einen Slot? Auf den Game Awards? Nee. Die haben jetzt erstmal ihren Trailer veröffentlicht und das reicht jetzt auch erstmal für... Wie viele Trailer machen die so bis zum Release des Spiels? So 3 bis 4? Also der Trailer reicht jetzt erstmal wieder für ein paar Monate. Wäre jetzt mein Tipp. Also bei uns dann am Samstag... Nee, Ruffy, freitags morgens. Also in der Nacht von donnerstags auf freitags. Sind die Game Awards. Wenn von Freitag auf Samstag hätte man sogar noch drüber nachdenken können, wenn ich nicht Samstagmorgen super früh in den Zug steigen muss, damit ich pünktlich in Köln bin, vor unserer Weihnachtsfeier von Pete's Meat. Nur um dann abends wieder zurückzufahren nach Berlin. Aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht ja nicht. Wir müssen halt Freitag früh aufstehen und Folgen produzieren.
Wird schon feucht genug von dem Trailer. Ja, ja, der war schon ganz nice. Ich kann mir vorstellen, dass etwas zum Elden Ring DLC kommt. Das wiederum halte ich für durchaus realistisch. Er hält einfach nicht. Er hält einfach nicht. Nee, GNUL GTA 6 ist nicht gleichzeitig PC. Wurde nicht gesagt, es werden keine Trailer mehr kommen zu den TGA? Ey, die werden ja noch Trailer haben. Das ist ja das ganze Geschäftsmodell. Was macht ihr denn Cooles zur Weihnachtsfeier? Wir machen Weihnachtsmarkt und dann Essingen. Leider geht halt der letzte Zug für Dennis und mich an dem Tag recht früh. Deswegen fangen wir schon mittags an, sozusagen. Hellblade 2 könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dazu was kommt. Dankeschön, Lord Spider, MCAs, Very Dry, Gotti Bear, Cyberspace, King Jules und Major für die Resubs. Dankeschön. Welch Freude, euch zu sehen! Oder setzt deinen Pet-Angriff auf eine Maustaste. Hinfort, hinfort! Das ist brillant. Genius Motherfucker. Tastaturbelegung. Individuelle Tastaturbelegung. Also ich sehe hier Aktionsleisten, aber wo ist meine Pet-Leiste? Ah, Aktionsbutton für Begleiter 1. Machen wir doch mal. Was machen wir denn? Machen wir doch mal Maustaste 5. Ah, das ist ja was Feines. Hey Luna. Wie geht's dir stets? Sagst du guten Morgen? Bist du eine von denen, die so crazy Schlafrhythmus hat? Lady Saravis has been defeated by Rambo Dove's Guild Group after 1 minute. Nice. So, was machen wir als nächstes? Als nächstes, weil ich glaube, wir haben Loch Modan bis auf diese Gruppenquest vergleichsweise schon ganz gut geschafft. Wir gehen mal zurück nach Tel Samar. Dankeschön, Jano87. Danke dir. Hab einen ganz spießigen Schlafrhythmus, aber Gumo geht immer. Ich habe auch einen ganz spießigen Schlafrhythmus. Aber alles fit, ja, danke dir. Freut mich bei dir, dass es bei dir ebenso ist. Wir holen noch natürlich Flamehunt in die Gilde. Noch kein Reittier? Kein. Was? Ist Reittier nicht erst ab Level 40? Oder ist Reittier ab Level 20? Nee, ist erst ab 40, oder? Also niemand kann in der ersten Season reiten. Auf einem Reittier. Ist unmöglich. Wir müssen alle uns per Pedis bewegen. Außer in Ashenvale. Das ist da, das ist die PvP-Area, oder was? Es gibt ein PvP-Reittier. Und das kann ich dann nur in Ashenvale benutzen. PvP will ich eigentlich gar nicht machen. Oder sagen wir mal so, noch lange nicht. Per Pedas? Dankeschön, Meister Glanz und Sladi für die Resubs. Dankeschön. PvP-Mount, verrückt. Gibt ja nichts, was es nicht gibt. PvP, Schmee-VP, sag ich mal. Hat jemand eine Ahnung, wie das Add-on von den Lebensbalken der Gegner heißt? Das heißt V drücken. Oder habe ich das mit einem Addon gemacht?
Ich glaube nicht, oder? Was das perfekte Level für Schlachtfeld? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie PvP funktioniert und sowas. Lost. Ich brauche ein Omin, danke schön für deinen Resub. 27 Monate schon dabei. Hallo Peter, vermutlich schaust du dir keine Nachrichten auf Instagram an. Doch, schon recht viele, jetzt aber nicht alle. Aber ich habe dir gerade ein Video des Miniaturwunderland aus Hamburg weitergeleitet, wo der GTA 6 Trailer nachgestellt wurde. Als ob die da den GTA 6 Trailer nachgestellt haben beim Naturwunderland. Das ist ja insane. Hast du dich mit dem Roguelike-Modus von Last of Us 2 beschäftigt? Nee, Peppy, BVB habe ich nicht. Sparkt jetzt bei mir auch nicht auf Anhieb ein großes Interesse. Muss ich sagen. Weil... Ich habe mich einfach von irgendjemandem eingeladen. Weil... Für mich lebt dieses Spiel von der Story. Und Roguelike klingt so, als geht es vor allen Dingen ums Gameplay. Und das für mich ist zwar okay, aber nie das Wichtigste. Was ist die Quest? Tötet Chocksul. 22 plus. Wo ist ein Chocksul? Geile Ganove. Scheinbar nicht hier. Oder ich bin blind. Oder ist er hier ganz am Ende? Ach, er ist hier ganz am Ende. Moin Peter, kommen die anderen Jungs heute noch dazu? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Christian ist unterwegs. Jay hat keinen Bock auf WoW. Brammen vielleicht. Der war gestern auch im Discord, aber wahrscheinlich nicht. Ah, die spielt auch WoW. Ist ja witzig. Die Hardy? Das ist witzig. Okay. Was kann ich für euch tun? Wo ist denn hier die Quest? Ich bin verwirrt. Ich dachte, Jay wäre so high. Nee. Der hatte eigentlich gar nicht vor, WoW Classic zu spielen. Dann haben wir ihn so ein bisschen dazu gebracht, dass er doch Bock drauf hat. Aber er hat es dann ausprobiert und fand es dann doch nicht geil. Wo ist diese Quest? Chat. Was passiert denn? Bin ich komplett lost gerade? Ist sie unter mir? Oh, muss ich hier reingehen? Und Dankeschön Icebreaker für den Resub und Ankelmann und Rub Forces und Kevin Mehl 1 und Scusa und Ruhrpodder. Dankeschön. Der läuft da durchs Dorf hin und her. Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, der läuft rum. Okay, dann muss ich die Augen offen halten. Man schickt mir nicht einfach random Freundschaftsanfragen, Leute. Dann kommt ihr auf die Blocklist. Weil das stört. Hier läuft der Zwerg rum. Bleib sauber. Gebirgsjäger Rocker sucht nach Freiwilligen für eine Mission. Oh ja, so ein Land. Eure okay. Reisen sicher sein. Sobald die Zunge rauskommt, wird es ernst. So sieht's aus. So, ich glaube, wir fliegen jetzt wieder nach Westfall. Hm, wo muss ich diese Quest abgeben? Dunmoder. Wo ist denn Moda? Nein, hier oben ist ein Fragezeichen. Und hier ist ein Fragezeichen. Vielleicht muss ich doch nach Norden laufen und mal diese Welt erkunden. Was ist denn hier los? Hier gibt es auch ganz viel. Ach du heilige Scheiße. Vielleicht gehen wir einmal hoch und dann dahin und dann fliegen wir wieder irgendwo hin. Ich will ja wenigstens die Quest abgeben. Und dann müssen wir irgendwie noch eine Quest machen in Dämmerwald, wenn ich das richtig verstanden habe.
Weil ich habe da so eine Quest, die Bruderschaft der Defias muss ich machen, damit, das ist so eine Deathmines Prequest, glaube ich. Wirst du das neue Yakuza spielen? Bin so hype wie schon lange nicht mehr. Nö. Yakuza gibt mir jetzt nicht so viel. Muss man dafür nicht nach Red Ridge? Das kann sein. Ich weiß nicht, wo das ist. Ist das hier unten? Ist das hier? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich muss... Warte mal. C. Nee, C ist falsch. Was muss ich drücken? P. Rotkammgebirge. Wo ist das Rotkammgebirge? Dunmoor. Sumpfland. Was ist das denn hier? Hier ist gar nichts. Okay. Rechts vom... Ach so, rechts vom Alt vom Elven. Also hier. Ja, das ist ja... Ach du heilige Scheiße. Ja, gibt's da noch so ein, zwei Quests. Ja, gehen wir da doch gleich mal hin. Währenddessen laden wir hier weiter Leute in die Gilde ein. Danke euch für die Hilfe übrigens. Hast du eigentlich vor, später mit dem Hexer zu tanken? Xenon... Weiß ich nicht. Erstmal nicht, glaube ich. Aber sag niemals nie. Ist das das erste Mal, dass Peter WoW spielt? Nee, Lukas. Ich habe WoTLK damals gespielt. Und da auch geraidet. In der Gilde. Ist aber lange her. Und habe da nicht mehr viele Erinnerungen dran. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich in Dalaran mal eine super seltene Münze geangelt habe. Daran kann ich mich erinnern. Aber... Das ist halt auch eine Zeit gewesen, wo du Classic dann relativ schnell durchgelevelt hast, ne? Da hast du hier nicht so lange gebraucht wie zu Classic-Zeiten noch. Bleibt auf dem Boden! Ihr habt selbst WoW-Videos am Channel, damals noch zu MOP. MOP war... habe ich vergessen, was das war. Ja, wir haben immer mal wieder zu den Add-ons reingeguckt. Hab aber dann nie wieder geradet. Also da sind die anderen mehr unterwegs als ich. Ah ja, Mist of Pandaria. Ich glaube, wir haben auch Videos zu Cataclysm online. Ich glaube, wir haben auch Videos zu irgendeinem Add-on haben wir auch ein Live-Projekt gemacht, wo ich aber irgendwann ausgestiegen bin, weil ich es so langweilig fand. Ja, vergessen zu welchem. Dankeschön, Eco Master und Fritzi und Rocky und Mago Osei für die Resubs. Ne, Pandaria meine ich nicht. Das könnte... Was ist denn WOD? WOD, WOD. Hier ist ein Hortler! Hier ist ein Hortler! Pfui! Shadowlands! Ja, genau, es war Shadowlands. Oder war es Warlords of Draenor? Ne, Warlords of Draenor war das mit dem, man bekommt dann irgendwie eine Festung oder so, ne? Weil das habe ich safe nicht gespielt. Das lädt immer noch auf. Ich hatte die Festung erst geholt, als ich danach was durchgequestet habe für irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich für Shadowlands. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, so eine genau Garnison, nicht Festung. Hatte ich nie, glaube ich. Zwergenbruder, lass uns gemeinsam arbeiten. So nämlich. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Guten Morgen, Spiele-User. Ach, hier ist ja echt noch einer gespawnt. Das lädt immer noch auf. Okay, wo rennst du hin? Hier ist noch ein Gegner. Lass mich nicht alleine. Ich kann das nicht wirken. WoD und Shadowlands waren schon echt muck. Wie du das sagst.
Mich hat es auch nicht abgeholt. Ich muss sagen, ich habe es enjoyed. Ich habe vorletzte Woche irgendwie so um den Dreh... Oh, Dano war live. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo an alle, die gerade von Dano rübergekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Hattet heute einen schönen Stream. Der hat ja heute geradet, glaube ich. Ich hoffe, das hat alles funktioniert, so wie er sich vorstellt. Oh, ich bin wieder alleine, merke ich gerade. Oh, sad. Ja, hallo, ihr Ganoven. Schön, dass ihr da seid. Wir machen hier gerade einen auf ganz chillig. Und questen gerade so ein bisschen. Und kommen eigentlich eher so von Höxke auf Stöxke, sag ich jetzt mal. Das lädt immer noch auf. Okay. Das finde ich nicht gut. Hier wird ganz schön viel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Müssen wir noch ein bisschen hier den Damage aufteilen. Nein, die dürfen nicht beide auf mich schlagen. Oh, das wird ein Vibe. Das wird ein Vibe. Okay, drei, die gleichzeitig auf mich draufhauen, ist blöd. Da muss ich vorsichtiger sein. Gut, sehr gut, dass gerade nach dem Dalu-Raid ich instant gestorben bin. Absoluter Klassiker. Ich hoffe, er hat schon abgeschaltet. Oh nein, Jens hat mir zugeguckt. Belastend. Leerwandler opfern, Pete. Lockerer Opener. Dano ist heute auch aufgestorben. Ja, okay, in einer Raid. In einem Raid. Aber nicht bei irgendwelchen Trash-Mob. Dano wusste, was ihn hier erwartet. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, danke schön, Jens. Ich will mir hier nichts ziehen lassen. Du bist zum Profi. Games Argedon, danke für den Resub. Und Quasar und Staubgeist und Pampaya und Gobinski. Dankeschön. Ich will mich nur durch DM irgendwann ziehen lassen. Herr Peter, ich bin ein leckeres Bier. Magst du mich bitte in die Gilde impfen? Fürstenberg? Ja, okay. Fürstenberg darf in die Gilde rein. Let's go. Guter Name. Ja, mein Name war schon vergeben. Irgendjemand hat Pizza mitgeklaut. Irgendjemand. Dem ich wünsche, dass ihm beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Ether der Wikinger, es freut mich sehr, dass du auch WoW spielst, Peter. Dankeschön. Ich freue mich auch. Los. Keine Ahnung, ich verstehe. Ich stehe gerade im Gildenchat nicht, es ist verwirrend. Hast du den Pizmeat schon auf dem Server gefunden? Nein. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Alter. Wie viele spawnen denn hier? Ob er auf mich geht. Ich werde einfach wieder sterben. Habe ich irgendeinen Heiltrank?
jeder in der Gilde aufgenommen in der Anfrage, gibt es bestimmte Bedingungen. Ich glaube, jeder wird erstmal aufgenommen und dann irgendwann wird aussortiert, glaube ich. Wenn mal so geguckt wird, wie viele dann überhaupt noch aktiv sind. Naja, guck dir kurz das Opfern an. Schatten verzehren. Der Lehrwandler verzehrt in der Nähe befindliche Schatten, um seine Gestalt zu vergrößern und stellt im Laufe von 10 Sekunden 312 Punkte Gesundheit wieder her. Kann nicht während eines Kampfes verwendet werden. Okay, cool. Und opfert den Lehrwandler und gewährt seinem Besitzer ein Schild, der 30 Sekunden lang 311 Punkte Schaden absorbiert. Solange der Schild hält, wird das Zauberwirken durch erlittenen Schaden nicht unterbrochen. Wie viel Platz ist nicht mehr in der Gilde? Wie viel Platz haben wir denn? 833 Mitglieder haben wir. Das ist insane viel. Los, entweitet mich! Soldat. Wieso will er auch invited werden? Okay, dann lade ich einfach an. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Nochmal. Okay, er weiß, dass ich Deutscher bin. Witzig. Aber jetzt rocken wir hier zu dritt. Let's go! Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir sind unbesiegbar. Und gecheckt. Council of Chicken und the Boys. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Mal rein da. Einer. Einer. Das klatschen. Das lädt immer noch auf. Boom. Sie fallen wie die Fliegen. Die droppen Seidenstoff. Bereit. Guck mal, hier in der Gruppe geht er doch schon viel schneller, aber jetzt gerade muss ich mich konzentrieren. Ich kann gerade nicht viel lesen. Ich will ja meine Gruppenmitglieder nicht enttäuschen. Ich verstehe den Witz vom Gildennamen nicht. Ja, das ist sehr tiefgründiger Humor. Wie muss ich denn hier eigentlich noch machen? Grunzer muss ich noch machen. Wo sind meine Mates? Miri, Wölfe. Miri, was machst du da? Muss verziehen. Wir sind nur Speer. Wir brauchen keine Speer. Sarkastische Aussage zum Gildennamen machen. Zum Gildennamen machen und Gildenname als Gildenname vorschlagen. Mein Vorschlag zum Gildenname war mir egal. Das, so sollte der Gildenname heißen. So wie ich war für, ist mir egal. Als Gildenname. Das fand ich sehr gut. Nicht bereit.
Das hatten der Hexer jetzt in der Season bekommen. Das ist ein Grundstein, den brauchen wir. Der Hexer hat unter anderem... Kann er jetzt tanken, theoretisch. In der Theory. Ich hau mir mit meinem Stock einfach drauf. Ich hau mir meinem Stock drauf. Weil meine Mülltüte so unfähig ist. Tankspec bei Warlock geht aber erst mit 25. Ja, habe ich auch eh nicht vor. So, wie viele Grunzer brauchen wir noch? 2. Ey, was ist denn hier für Trick 17? Wie ist er denn hier durchgekommen? Nein. Lass mich nicht allein. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Das lädt immer noch auf. Menschenfrauen haben ein kleineres Model. Als fucking ob. Oh. Ah, haben wir doch. Wandler, folg mir mal. Scheiß auf den. Ich muss niesen. Ist immer wichtig, sehr männlich zu niesen. Das lädt immer noch auf. Sorry, Leute. Ich muss halt niesen. Was soll ich so sagen? Nicht wirken. Immer wenn ich diesen geilen Zauber mache, dann putte ich die fucking Gegner damit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schlag ihn mit dem Stock! Halb Berlin ist gerade vom Sofa gefallen. warte mal, Lena hat mich gerade gefragt. Möchtest du eine Indie laufen jetzt? 20.12 Uhr. Oh, das habe ich aber vielleicht ein bisschen spät gesehen. Okay, wir machen gleich Death Mines, Leute. Okay, wie komme ich denn jetzt schnell zu diesem scheiß Greifenmeister? Müssen wir jetzt einfach rennen. Dankeschön an Lighty und Yellow, Fiasch und einem Hardstyle und Ashido und Tolas Leon und Thunderbird und A und Tomahawk und Rax und Zitrone und Smartyfan für die Resubs. Immer den Weg folgen. Okay, I try. Geh mal Discord rein. 20 und Hallo. Haben ja schon angefangen, hier zu farmen und so. Mhm. Hallo!
Hallo. Und manche waren 25 und waren direkt mit dabei, weil sie konnten sich ja nicht vorbereiten. Ja, ich weiß. Ich glaube, Honor ist auch live. Ja, ja, okay, ist gut. Cool, cool. Ey, wir stehen jetzt 20 Minuten rum, keine Knöchelhauer spawnen. Keiner ist in der Nähe und will auch die verprügeln, ne? Dann spawnen zwei Knöchelhauer, wir greifen einen an, der andere wird direkt weggeluchst. Direkt. Das ist insane. Was für Scharlatane. Ja, ich frage mich, wieso? Also, wie riechen die das? Die riechen das, oder? 20 Minuten. Niemand da. Chat, ich passe hier gerade noch Lautstärken an. Eine Sekunde. Ja, ja, wir ändern Dinge. Ah. Und tryen. Welches Level seid ihr mittlerweile? 13. Jens, du weißt, welches Level ich bin. Du guckst meinen Stream. Ja, du bist ja die ganze Zeit am Sterben, da kriegt man das nicht so. Was für Level hast du? 19. Achso, nice. Und Lena hat, Formula Lena hat mich vorhin angeschrieben und möchte gleich noch Death Runs mit mir laufen. Dann mache ich das auch. Uhu. Chat, ich habe gestern wir hören nicht gespielt, weil ich vorgestern überlegt habe, ob ich überhaupt nochmal WoW anmachen möchte. Oha. Was für ketzerische Gedanken. Ich habe nie WoW gespielt. Das ist mein erstes Mal WoW und es ist wirklich anstrengend. Ja, du hast ja aber auch halt nicht diese. Du hast halt kein Quality of Life in der Version. Gar kein. Ja. Wenn du. Vor allem, wenn du jetzt dieses neue, also wenn du das aktuelle spielen würdest, du spielst ja von Level 1 bis Level 80 in 4 Stunden. Bis Level 80, so wohl bemerkt. Das ist ja so der absolute Speedrun. Oh, und du tötest von jedem Gebiet einen Mob und gehst ins nächste. Oh, was ist das? Oh, das ist aber auch schön. Ui, ein tolles Gebiet. Und aber ihr hört gerade Dalu. Ich finde es nicht schlimm, ein bisschen länger in jedem Gebiet zu sein. Und Holla die Waldfee. Achso, das ist schon teilweise sehr übertrieben, wie lange man hier braucht. Also das hat ja Ausmaße von Free-to-Play Asia Grinder. Du spielst Rogue, oder? Mhm. Ja, dann hast du auch noch eine sehr schwere Levelklasse ausgewählt. Ja. Ja, also ich werde zum Glück von der Community unterstützt. Also es laufen immer Leute mit mir. Aber ohne. Also das ist ja gar nicht die echte Classic Experience. Ja, richtig. Ich habe die Streamer Experience und lass mich carryen. Aber wir kriegen trotzdem ab und zu aufs Maul, also so ist nicht. Oder hattest du einen guten DLDU-Run? Ich werde gerade von meinem Chat darauf hingewiesen. Sehr, ja. Ja. Ich habe Maxim, Holly und Leon besiegt. Du hast Leon besiegt, sehr gut, da kann ich ihn direkt testen. Ja. Ausgezeichnet. Not bad. Ich hab den No-Death-Run tatsächlich geschafft, aber nicht mit voller Punktzahl. Also ich habe Bosse ausgelassen, weil ich den No-Death-Run nicht mehr mit voller Punktzahl hätte abschließen können. Und habe mich dann entschieden, den No-Death-Run überhaupt zu schaffen. Was schon krass ist, das ist mein erster No-Death-Run, den ich geschafft habe. Also, Moin. Also geschafft heißt in dem Fall bis zu den Credits? Hey, genau, ich habe bis zu den Credits gespielt, ohne zu sterben. Boah, insane. Gerade Bloodborne, ey, das finde ich krass. Er hat einen Monat geübt und super viel gelernt, auch von Maxim, der hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Maxim hat es auch nicht geschafft, das ist krass, ne? Und ja, so ein bisschen Schüler besiegt den Meister, Story-Arc. War schon krass. Moin. Gefällt mir sehr gut. Hallihallo. Hi. Ich hab gehört, hier wird Westfall gehasst. Ja. Ja, Hassler wieder. Ja, jetzt stehe ich hier wieder 20 Minuten und warte, dass ein Knöchelhauer spawnt. Das fuckt mich mega ab, dass dieses Add-on nicht funktioniert, dieses Overlay. Ja, und das klingt nach Westfall. Wo ihr dann wenigstens Zeit, ne? Sehen könntet, jo. Wer da redet. Und wie war der Raid heute? Ich würde sagen, erfolgreich. Jo, würde ich auch sagen. Wir haben 4 Bosse gelegt. Ja. Und einen haben wir auf unter 10% immerhin gehauen. Das ist doch schon mal gut. Für die ersten. Ja, es ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn du weißt, dass nicht viel fehlt. Aber... Na gut. Das schaffen wir beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, ja. Das waren jetzt aber auch 3 Stunden? 4 Stunden? Warte, wir haben so gegen 15 Uhr angefangen, gegen 18 Uhr haben wir aufgehört, also knapp 3 Stunden. Ja. Dieser Zauber ist noch nicht das größte Problem war einfach hier. Also, ich glaube, da hat einfach ein bisschen Zeit gefehlt, um dass sich manche noch ein bisschen equipen konnten. Richtig.
Das lädt immer noch auf. Sie hatten so zwischen 30 und 40 Raid-DPS zu wenig beim letzten Boss. Und die vorletzte hat noch ein bisschen mehr gefehlt. Das war ganz gut. Okay. Die widerstehen einfach allem. Ja, und jetzt haben wir ja wieder ein paar Tage Zeit, bevor wir die nächste Runde gehen. Ja, ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich mitmachen. Aber da muss ich ein bisschen was machen. Da muss ich ein bisschen ranhalten. Ja, ist einmal gesagt, als getan, ne? Nix. Du verzichtest einfach die nächsten Tage auf Schlaf, dann funktioniert das. Das kriege ich hin. Gut, und sämtliche anderen Aktivitäten, die nichts mit WoW zu tun haben, also Klo, Essen. Ja, so unnötige Sachen. Kann ich alles am Schreibtisch, genau. Das geht schon. Einfach droppen. Ja. Ist dann wie bei Ark. Einfach rauslassen. Ja. Ihr habt's ja gelernt, Sari, ne? Jo. So, geht heute noch was in Richtung irgendeine Inni? Ja, oh, scheiße, ich bin nicht. Das klingt sehr nach ja. Ja, ich mache gleich, also Formula Lena hatte mich gefragt wegen Deathmines. Ich weiß nicht, ob sie da schon eine Gruppe hat. Sie macht nämlich gerade schon einen Run. Aber wir wollten danach auf jeden Fall auch einen machen. Ja, nice. Wenn Platz ist, komme ich gerne mit. Ja. Ich frag sie mal. Chat, ihr könnt dann sehen, wenn jemand redet, ne? Dann wird das so visuell dargestellt, ne? Weil dann könnt ihr besser folgen. Ach, scheiße, ich muss unbedingt noch in die Palisaden. Ja, jetzt hat man gerade gesehen, dass so ein komischer Dude geredet hat. Wieso? Den, weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Ich brauche auch das Siegel von Vrin. Ah. Das ist ja auch super. Wie lange ging der Palisaden-Run? Das ist ja nicht mehr so lang wie nie. Ihr wart doch da schon drin, oder nicht? Boah, ich habe die Zeit nicht mitlaufen lassen. Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe sehr geringe Intelligenz. Oder meinst du meinen Ingame-Charakter? Ja, ich mach's leiser. Ich stimme euch zu. Wo gibt's den Ring? Das ist das End. Das ist, nachdem du die Van Cleef-Quest gemacht hast, musst du in Stormwind, dann kriegst du die Kopf-Quest und dann hast du das direkt hintereinander. Head of Thargoar. Genau, den gibst du, glaube ich, im Stormwind im Waisenhaus ab und dann bekommst du eine neue Quest, dass du ins Verlies musst. Da sieht man schon mal, wie gering meine Intelligenz ist. Wieso steht es? Achso, hier einfach steht den Kopf von einem Ork ins Waisenhaus bringen. Das also klingt den, nach WoW. Also den muss ich auf jeden Fall noch holen. Ist dazu gut. Aber ich muss mein Discord-Profilbild ändern. Ork töten, du musst quasi zweimal ins Verlies, oder was? Ich bin so anti-Discord. Ich glaube, das ist die eine Quest. Ich habe lieber Profilbild. Weil du gerade gesagt hast, du musst den Ork töten, abgeben und dann kriegst du den Ring. Nee, ja, du, den Ring bekommst du von dem König. Ne? Also du gibst den Kopf ab und bekommst dann die Folgequest mit Geh mal ins Schloss. So, ist so ein... Ja, also eigentlich easy. Das Belohnungs-Easy-Allianz-Quest, geil. Zarisia ist übrigens eine Streamerin und die guckt jedes einzelne Pleatsmeet-Video. Der habe ich gestern schon ein bisschen gequatscht. Leute, ich bin offiziell reich. Fortnite gespielt, während wir auf die Server gewartet haben. Nee. Also die hat schon mal guten Geschmack. Schnell Screenshot machen. Holla, die Waldfee kennt ihr wahrscheinlich, da Lukat auch. Kerak, vielleicht über Rock. Gondra. Denn ich hab's Fort Warren Buffett. Fliege ich jetzt zum Rotkammgebirge? Oder fliege ich zum Speerkuppe? Weil ich könnte noch versuchen, die Prequests zu machen. Komm, let's go, Rotkamm. Also ein sehr sympathischer Mensch. So sieht's aus. Du solltest noch eine Red Ridge deine DM-Quest abgeben, dass du die noch mitnehmen kannst. Wir versuchen es jetzt. Genau das war gerade mein Gedanke. Wo soll's doch jetzt gehen? Dalu? In ungefähr 20 Minuten. Weil ich bin jetzt endlich wieder bei den Schreddern angekommen. Da musst du ja auch immer eine halbe Stunde hinlaufen. Mhm. Und ich habe mir gerade zwei Perlen bekommen von den Morlocks. Immer, Dalu, hattest du das? Du hast das vorhin, glaube ich, schon gesagt. Aber wie lief der Raid? Weil das interessiert mich auch und ich habe scheinbar nicht zugehört. Also, eigentlich war es okay.
Wir haben, also mechanikmäßig haben wir uns gut angestellt. Also das war alles verstanden an sich. Unser Gear war einfach noch nicht gut genug in der Gruppe. Ah, okay, alles klar. Das also heißt... es war eigentlich kein Thema gewesen. So, ich glaube, wir hätten es geschafft. Bisschen besser equipped hätten wir den Raid komplett gemacht. Okay, hätte heißt, ihr habt es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Wir hätten mit etwas Zeit hätten wir wahrscheinlich den vorletzten Boss noch killen können. Der letzte Boss ist leichter als der vorletzte. Aber wir wollten es jetzt auch nicht erzwingen. Und morgen ist Reset? Ja, genau. Okay, gut. Dann kann man. Wann ist der nächste Try? Wisst ihr das schon? Wir haben ja zwei eigentlich pro Woche. Also wir können ja. Also ein Reset ist Mittwoch, ein Reset ist Samstagabend oder Sonntag. Also Samstag oder Sonntag ist egal. Auf jeden Fall wollen wir diese auch zweimal gehen. Also denn. Ich habe jetzt einmal für Freitag geplant und danach aber nochmal, wie es passt. Also, wenn du willst auch unbedingt rein, ne? Ja, ich bin erst 19, ich brauche noch, aber irgendwann halt. Aber das, dann muss ich mich nochmal erkundigen, was ich dann für ein Gear brauche und so. Da bin ich, glaube ich, noch weit von weg. Ja, du wirst ja gut getragen. Nur in den Death Mines. Aber ja, Infos kriege ich satt und genug. Aber ich will natürlich auch was beitragen dann im Raid. Ich mach dann einfach Tank. First Try Tank. Ohne Metamorphosis-Rune. Peter Raidstream wäre nice, ja. Gucken wir mal. Dauert noch ein bisschen. Kannst du was mit deiner Schönheit beitragen? Hey Sven, ich hoffe, dir geht's gut. Peter ist jetzt 2004 neuer Spieler. Ja, 2004 hatte ich den Account, glaube ich, noch nicht. Bin mir aber unsicher. Ich habe keinen... Ich weiß, dass der erste offizielle Charakter, den ich hatte, voll nach den Ethos und so, wieder. War ein Mensch. Mann, wie kann man einen Layer wechseln? Und so habe ich einen... So einen habe ich nicht. Das heißt, ich habe irgendwann den Account gewechselt, glaube ich. Da gab es ein Add-on davon, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ohne Meta-Route geht's nicht, aber die wurde geändert, man kriegt die jetzt. Ja, das war auch nur ein Scherz, dass also, ich ohne Metamorphosis tanken würde. Schreddern, die man hier noch fahren muss, ist wirklich das Schlimmste. Ja, Schwachsinn. Drei Stück gibt es. Und es ist ja, überlaufen ich hab wie sonst. Ich hab dir gesagt, die sind nicht häufig. Du hast doch gesagt, du bist alles voll damit. Die Anzahl ist, glaube ich, nicht das Problem. Es ist die Anzahl der Spieler. Und ich kann halt den Layer nicht wechseln. Also hier stehen halt 10 Hunter. Dankeschön auch Iron Eagle für den Resub. Thorsten, Queen, OF, Mox, Lux, Van, Paulus, Siaggio, Marek, der Bosse, Florian und Gettys. Dankeschön. Warte mal, wo bleibt denn eigentlich meine Lieferung, meine Bringmeisterlieferung? Leider machen auch alle die Quest. Alter, krieg ich mir eine Schultermacher. Zwischen 2025 und 2055. Also manche schreiben mich gerade an, dass sie den Layer wechseln können. Wo sieht man den aktuellen Layer? Ich glaube, da gibt es Add-ons für, die das für dich ausrechnen. Guten Abend an Bad Rabbit. So, zur Not kann mich ja mal einer einfach einladen. Was hast du denn bestellt? Vielleicht bin ich ja in einem anderen Layer. Ich weiß nicht, in welchem ich bin. Ein paar Sachen für die nächste Folge Pizza mit kocht. Geht nur über Add-ons. Mutti-Tomatendosen. Ja, Nova World Buff soll der heißen, habe ich gerade gehört. Toast. Solche Sachen. Ich glaube, ich ändere den Layer nicht, wenn ich nicht mit den Personen irgendwo in der Nähe bin. Oh. Danke, Austrian Gaming 96 für den Resub. Ist das Auto Walk? Bin verwirrt. Das ist ein Greif. Poros hat mich gerade eingeladen. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe nicht den Layer gewechselt. Ah, doch, jetzt. Just in diesem Moment. Dauert ein bisschen. Nun denn. Und ich bin direkt in dem Layer gespawnt, wo ein Schurk. Moment, der Schurk macht aber, glaube ich, eine andere Quest. Wenn ich den helfe, ich bin mal so nett. Ich bin ein netter Typ. Heute mal. Das ist immer neu. Seit wann? Ich hab jetzt dem Schurken geholfen. Ich kann dasselbe sagen. Also, aber der Schurke und der macht nur die Quest. Der hat mir einen Kuss zugeworfen und der hat den bestimmt nicht abgebaut. Ja. Ich hab ihn einfach. Ah. Ja. Gibt auch gute Leute. Geholfen und dann noch das Teil bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Und einen Kuss.
Und Kalifaran steht ängstlich vor der Tür und weiß, nachdem dies dann nicht, ob er klingeln soll oder nicht, finde ich auch sehr gut. Das ist immer nur nett zu anderen und Fremden und so. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Hat immer ein schlechtes Gewissen bei anderen und hier, sobald er in der Gruppe ist. Hier reibt es noch rein, wenn er kann. Also ist er nur bösartig zu Leuten, bei denen er weiß, dass er es sich erlauben kann? Ja. Das heißt ja auch, dass er euch vertraut. Je böser ich zu wem bin, desto mehr mag ich die Person wahrscheinlich. Oh. Ich finde schön, wie du noch ein kleines Wahrscheinlich angehängt hast. Also Svengra fragt gerade, wie viele Stunden hast du bis jetzt für Stufe 19 circa gebraucht? Laut Plate habe ich einen Tag und 7 Minuten, also 24 Stunden. Das ist aber nicht korrekt, weil ich glaube, viel geeilt habe oder Bullshit gemacht habe während der Zugfahrt und so weiter und so fort. Alter, wie viele Quests sind denn hier? Holy shit. Wie viele Stunden Spielzeit hast du mittlerweile? Ich? Flash Plate? Ne, Peter, mich mal interessiert. Ja, 24 Stunden habe ich witzig. Wurde bei mir gerade auch im Chat gefragt von Sven, witzigerweise. Ich glaube aber. Oh mein Gott. Ich habe gerade meinen Post geöffnet und mir wurde 2 Gold geschickt. Das finde ich so. Oha. Boah, ey. Livestreamer-Bonus. Reich. Jetzt bist du doppelt so reich. Wie holla. Ja, mir wurden jetzt insgesamt von der Community 4 Gold. Geschenkt. Ich hab 1,80 gerade. Peter hat mehr als ich bekommen. Wie viel hast du von deiner Community gekriegt, Dalu, bisher? Ist 10? Relativ. Also ich habe insgesamt 10 Gold bekommen, aber Allianz. Theoretisch weit entfernt. Über X-Eck nicht umsonst. Okay. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Das ist wichtig. Okay, interessant. So, das müssen wir aber jetzt ausgleichen. Meine 24 Stunden Spielzeit, die ich hier habe, die sind, glaube ich, nicht so ganz korrekt. Ich habe ja so Unfug gemacht, wie das Ding einfach idlen lassen oder vorbei? Nee, dann müsste man ja online sein und da habe ich eigentlich nicht geidelt. Aber echt halt so im Zug versucht zu spielen und dann nur irgendwie dumm Zeug gemacht, wie Schneiderei leveln oder blöd durch Sturmwind laufen und rausfliegen. Ja. Das muss aber auch mal sein. Das muss auch mal sein. Einmal müssen die Seele baumeln, ja. Ja, stimme ich dir zu. Ich möchte mich übrigens bedanken für das Geschenk. 2 Gold. Oh mein Gott, ich bin in dem perfekten Layer dafür gelandet. Oh. Wir sind sehr, sehr lieb. Leute, die alle die Shredder töten, aber keiner macht das wegen der Rune. Auch wenn die der war, das heißt, deine Arme kotzt mich an. Das finde ich lustig. Die kann ich euch helfen? Ich bin gar nicht richtig drauf eingegangen. Aber wer questet denn freiwillig im Steinkrallengebirge? Wo ist das denn, das Steinkrallengebirge? Das ist unter dem Nachtelfengebiet. Also für dich. Ach, Kalimdor. Auf der anderen Seite der Welt. Ach, da hat er geklingelt. See you later. Das hört schon mal gut an. Okay, Chat, ich muss mal kurz an die Tür. Es gibt übrigens einen Verzauberer, der schon 10 Shadow Rest auf Cape kann. Das wäre insane gut. Ja, ich frag mal, was das kostet. Ist aber keiner von uns, oder? Nee. Ach, okay, lol, viel zu teuer. Ja, ist natürlich auch viel wert, ne? Ja, wir müssen mal irgendwie. Und letztes Leer gut leer machen. Auch Enchanter, aber die Mats sind wahrscheinlich hoch, oder? Ja. Die arbeiten nicht, die beziehen Bürgergeld. Ansonsten müssten wir mal ein paar DM-Runs machen oder Urk Shadowfang Runs. Urk Schattenfang hat irgendwie nichts gebracht. Am meisten Geld hat wirklich HDW gebracht, lustigerweise. Ich meine halt zum Disenchanten. Mache ich gerade, tatsächlich. Die blauen Items disenchanted, ne? Also ich laufe hier schon und versuche Items mitzunehmen und ein bisschen Mats zu sammeln und VZ weiter zu skillen. Ich bin jetzt bei 142. Okay, sehr gut. Also so diese 3 Stats auf Bracer ist halt wichtig. Schattenresi auf Umhang ist halt insane. So, das ist halt krass. Das sind halt viel, also das heißt viel, aber nimmt Damage raus.
Ich glaube, hier in der Gruppe brauchen noch einige halt so die Items. Also so viele werde ich nicht bekommen. Ich habe gehört, du willst danach mit Peter auch nochmal eine Runde gehen? Yes. Mit dem Wort kann ich mit tanken kommen. Ich brauche kein Items mehr. Kannst ja alles mitnehmen, was Peter nicht braucht. Wir haben hier gerade einen Demo-Tank. Das ist ganz witzig. Oder was heißt Demo, ja? Also Hexa-Tank in seiner Demo gestellt da. Mhm. Ist auch ganz cool tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Schuxel danach nochmal mit möchte oder dann einer von euch Damage macht oder wie das aussieht. Weil Damage macht er auch ganz gut hier. Ah, also Schuxel, wenn ihr es nochmal ausprobieren wollt, Fee ist jetzt auch Demo. Hat die Glyphe jetzt bekommen. Ah, nice. Sehr cool. GZ dazu, falls sie hört. Ich glaube, über den Stream von Peter hört sie gerade zu. Wir werden hier 24/7 abgehört. Ja. Ja gut, damit musst du auf einem Streamer-Server tatsächlich rechnen, dass immer irgendwer live ist. Kerak ist gerade in der Stadt. Jetzt habe ich kein Wasser. An einem potenziellen Aha. Ja. Guck mal nach großer Astralessenz. Ja, Sekunde. Ich bin laufen. Da ist mich wieder. So, hallo Freunde, I'm back. Bibi, hallo. Welcome back. Dankeschön. Hey Lena. Hallo Peter. So, was geht ab, Lena hier? Wie sieht das aus? Wir sind gleich durch mit Todesmin und machen danach noch einen Run. Okay, also wie viel Platz ist denn da so? Also einer für mich und das war's, ja, oder nicht? Zarisia wollt noch mit? Ah, perfekt, deswegen habe ich gefragt. Ziehe den Ehrenfreund. Okay, kann ich kurz nach Stormwind fliegen und zurück? Ich habe hier noch diese Bruderschaft der Defiers Prequest. Oder passt das nicht mehr? Weil dann komme ich direkt. Doch, doch. Nee, mach ruhig. Okay. Wir können dann auch wahrscheinlich porten sogar. Wenn noch Platz ist, würde Fee auch mitkommen, aber wenn voll ist, ist voll. Also ich weiß nicht, ob jetzt der Hunter hier drin und der Dudu irgendwie zuhören. Ich glaube nicht. Ja, ganz kurz noch einer im AH. Schattenschutztrank. Scheiß. Das ging nicht an mich, oder? Ich bin gerade auf dem Flug. An egal wem. Ich hab's gar nicht verstanden. Schattenschutztrank, wie teuer der ist. Aktuell glaube ich 80 Silber. Dann kostet der Enchant 3 Gold 50. Der Schattenwiderstand Enchant. Was die Mats angeht. Dankeschön, Rosenkohlgesicht für das den ist nicht. Das ist okay sogar. Was macht denn dieser Trank? Nee, Schattenschutztrank kostet 2 Gold. Dann kostet der Enchant fast 5 Gold. Das andere nämlich kostet 2 Gold 70. Na, der absorbiert Schattenschaden. Ah, das finde ich als Hexenmeister aber blöd. So, wonach soll ich gucken? Große Astralessenz. Ja, Chat, definitiv die Taschen. Du brauchst eine große Astralessenz und einen Schattenschutztrank für den Enchant. Definitiv die Taschen. Ein Enchant gleich eine Essenz, ein Trank. Okay, eine große Astralessenz kostet 40 Silber. Okay, dann sind wir wieder bei 2 Gold 40 für den kompletten Enchant. Dann ist das eigentlich ein Schnabber. Nicht okay, ja. Also das sollten wir drauf machen. Das macht den Boss um einiges leichter. Dann brauche ich nur noch 60 Silber. Ah, die reden gerade über diesen Tank, weil man den braucht in dem Raid. Für den vorletzten Boss. Katka hat das gerade in den Chat geschrieben, weil die sprechen gerade scheinbar noch den Raid. Also wie man das besser machen kann als heute, nehme ich mal an, weil sie es nicht ganz geschafft haben. Danke für die Erklärung. Oh, ich versuche das natürlich direkt an alle Zuschauer weiterzugeben. So, wir gehen erstmal zur Bank. Ach, Sadu ist übrigens gerade in Todesmin auch wieder so eine Truhe gedroppt. Ja, ich glaube, das gibt es nur im Low-Level-Bereich, ne? Diese Dinge. Ich glaube auch, ja. Also wenn man farmt, dann am besten so Todesmin oder mein Gebiet einfach halt Low-Level-Bereich. 44 Kisten. Es muss doch irgendwo einen Mob geben, der
eine hohe Drop-Rate darauf hat oder eine solide. Obwohl, die Dinger sind doch auch in richtigen Low-Gebieten gedroppt. Du kannst ja theoretisch ins Nachtelfen-Startgebiet gehen und einfach Dauermobs kloppen. Irgendwo eins, was einen Hyperspawn hat vielleicht. Aber du musst bei jedem mal wieder zurück. Die Kobolde im Wald von Elven haben auf jeden Fall auch gedroppt. Ja, aber imagine, du musst jedes Mal wieder zurücklaufen. Imagine Dragon. Weil du kannst ja nur eins mitnehmen. Ja. Ich trash-talk einfach nur, aber das hören die nicht. Ein bisschen Leder können wir verticken. Ein Stack behalten wir aber mal. Ich habe hier viel zu viel von den Leinstoffballen, ne? Viel zu viel. Die müssen wir eigentlich mal wieder... Ich weiß nicht, ob man die gut verticken kann. Im Aha. Das ist ja Quatsch, dass ich mit so vielen davon rumrenne. Drei groben Steinen so. What the fuck? Man sieht sich. Also Chat, wir machen jetzt einen Deal, ja? Ich stelle die Sachen viel zu überteuert ein ins Auktionshaus. Und dann kauft ihr das, okay? Nein, ich mach's wie Auktionier mir sagt. Gut, aber hier und übrigens Charakter Tenoblion kann den enchanten. Das heißt, wir können uns den für 2 Gold 50 holen. Dann brauche ich einen Umhang, wo ich es drauf mache. Mache ich ruhig, mir mal eben ein. Ja, Okamiti, dafür habe ich gerade nicht den Platz und nicht die Zeit. Ich kann jetzt, er hat gerade vorgeschlagen, ey, hör dich doch nochmal um, wer noch Taschen braucht. Aber das ist gerade... Also für Leute, die jetzt hier gerade mit mir in der Gruppe sind, in Todesminen, also mit Genia, falls ihr die Items, die ihr droppen, nicht braucht, würde ich mich super freuen, wenn wir die entzaubern könnten. Für Matt, für dann Raid-Verzauberung. Das wäre voll nice. Aber nur, wenn ihr sie halt wirklich selber nicht braucht. Ja, ich werde jetzt von Seelensteine ziehen. Wofür brauche ich denn Seelensteine? Und Faria bei uns in der Gilde kann Schattenschutztränke craften, wenn wir die Mats dafür haben. Also, und ich will auf jeden Fall auch nach Flask gucken diesmal. Kann ich euch helfen? Also, ja, ich brauche mehr von diesen Ogre-Dingern. Ja. Und das Warzone-Ding nochmal holen. Aber da weiß ich gar nicht, wann das resettet. Du hast die Quest jetzt gehabt, ne? Du hast sie ja gelootet. Aber ja, du konntest sie noch nicht abgeben. Richtig? Nee, konnte ich nicht. Genau, aber du bekommst da ja als Quest-Reward einen Buff. Mehr ist es ja nicht. Aber was krieg ich die Quest jeden Tag? Kann ich ihn reviven? Also resettet die daily? Weil wenn man die nur einmal bekommt, ist ja Quatsch. Ich glaube, da hilft nur Trine Arrow. Leb wohl. Ich habe hier diese Seelensteine, die habe ich aber noch nicht verstanden. Aus einem schwachen Seelenstein entstehen. Der Seelenstein kann zum Speichern der Seele eines Ziels benutzt werden. Wenn das Ziel stirbt, während seine Seele gespeichert ist, kann es mit 400 Gesundheit und 700 Mana wiederbelebt werden. Kann ich das quasi auf unseren Tank setzen? Oder wie funktioniert das? Ich müsste ja auch Warsong noch machen, ey. Immer auf mich selber. Guck lieber, eigentlich müsstest du immer nur gucken, wann das Event startet und im richtigen Layer sein. Die Layer sind unterschiedlich voneinander, ne? Ja, das Problem ist halt, dass die Horde das echt sehr krass abusen kann über die, durch das Timing. Ja, durch das Timing, das ist schon krass. Aber du kannst trotzdem in Layer 1 eine gute Ali-Gruppe haben und gewinnen. Und in Layer 2 gewinnt die Horde. Das ist schon sehr unrealistisch, aber ja. Nee, aber das geht halt. Du kannst schon... Der den Seelenstein hat, kann sich auch im Kampf wiederbeleben. Das heißt, ich kann mehrere machen. Ich kann einfach mehrere machen und jedem einen geben. Oder was? Nein, das geht nicht. Nur einen. Okay, einmal alle 30 Minuten, hat Abklingzeit. Das heißt, ich gebe dir dann gleich im Raid immer noch so voll. Einfach der alles Person... Alles, die Stadtgebiete des Dingens auch, ich glaube, es twinken halt schon welche. Die gut heißt ist. Ja auch Westfall. Grüße. Haha. Aha. Ich bin nicht falsch. Deswegen hast du mich hier Westfall. Aber Gesundheitssteine kannst du mehrere machen. Ja, das ist natürlich Westfall? Auch eine smarte Idee. Ja. Das heißt, ich sammle sofort nochmal ein paar Ehre verlorene Seelen, oder? Das Licht ja, ich fall das ganze Schiff runter. Wo willst du her, Schuxel? Also jetzt werde ich wieder nach Westfall geschickt. Wollt ihr mich komplett verarschen? Was ist das hier für ein verficktes Hin und Her? Hexer ist auch einfach die beste Klasse, sagt Sven. Ja,
Mich stört so ein bisschen, dass der so böse ist. Aber egal. Und langsam habe ich auch keinen Mana mehr. Aber kann ich jetzt schon wiederbeleben? Also ich kann mich ja theoretisch dann selber wiederbeleben und kann ich dann auch andere wiederbeleben? Brauche ich eigentlich einen zweiten Account, mit dem ich in Astrana stehe, um halt die... Nein, kann ich nicht. Okay. Sehen. Nur diesen Seelenstein. Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Ich stell dir vor, du erstellst dir einen Twink, nur um alle halbe Stunde mal einzuloggen und nach den Stats zu gucken. Das mache ich auch. Ich glaube, das überlege ich auch, ja. Also, gibt es nicht einen, der das einfach streamt? Das wäre ja, most watched Wild Growth Account, ey. Einfach nur 24/7 Wild Growth hier. Stats. Ich glaub, am besten ich ohne Verzögerung. Der streamt einfach nur das Ding, er ist auch ein groß, also er hat das rangezoomt, dass du nur oben in der Mitte den standst. Ja, genau, damit du auch nicht weißt, wo er steht. Okay, sehr gut, dieser Seelenstein, hä? Mega geil, kann man sich einfach selber reviven, während man questet, so. Grüße. Mega. Das Lichtsignal. Ja, ich habe auch schon überlegt, mir einen Farm-Twink zu holen, aber es ist wahrscheinlich sowieso alles so überfarmt und Geld kannst du damit eh keines machen. Die gute Musik. War zu hell. Ah, war dunkler gemacht. Ne? Wir sind ja eh gemütlich unterwegs. Ja, ein bisschen Abklingzeit ist ja nicht schlimm. Dankeschön noch Sir Bunga Bunga, Mordonuro, Jack the Tyrolean, Agi und Saka noch für die Subs. Dankeschön. Gegenstand Seelenstein auf deine Bar packen. Welche Bar? Ah, dieser Hunter Pet Nerf heute war ärgerlich. Das hätte ich auch noch gerne gesehen. Das wäre, glaube ich, echt nice gewesen für heute. Dann ich glaube, das hätte sogar dann heute ausgereicht. Ja. Also wirklich, weil es halt so verbuggt war. Also was heißt verbuggt? Es hat dann einfach so funktioniert, wie es sollte. Das hat der Blizzard noch nicht auf dem Schirm. Ja, kann es sein, dass deine Klasse Dalo die ganze Zeit genervt wird, einfach nur? Ja, weil die sehr undurchdacht anscheinend in SOD gemacht wurde. Das tut mir schon ein bisschen leid. Ja, deswegen habe ich den angefangen, so, und du liest so, boah, der macht echt viel Schaden mit dem und dem Angriff. Einen Tag später, ja, der Angriff ist jetzt anders, wir haben uns da was Neues überlegt. Wow. Ach, so cool, cool. Dass wir da andere Wege finden zum Abusen. Brauch die Hilfe. Ziehe den das ging diesmal relativ schnell mit diesem Hunter-Pad. Das war auch nur ein bestimmtes, das war so smart eigentlich. Seid vorsichtig. Aber die sind da sehr flott. Ja. Was ist das für eine Prequest? Ich muss jetzt hier den Boden aufspüren. Zeit gelassen. Das war ja nicht so wichtig, wie das Leute Damage machen. Aber das muss auch was Größeres gewesen sein, weil die Server dafür irgendwie 5 Stunden offen. Das ist auch wahr. Was für eine Kacke. Ja, war wirklich Kacke. Ja. Aber es funktioniert wieder. Ich musste gerade jemanden bestehlen und es waren einfach 25 Monster da drumrum. Oh. Wir machen jetzt hier mal DPS. Wie sieht es eigentlich mit Invite-Rechten aus? Ding. Bei wem darf ich anfragen? Müssten eigentlich alle haben, die ich gesehen hatte, dass sie als Streamer drin sind. Wie heißt du in-game? Kusakawa. Emma, nee, Dalo fragen. Ich bin noch nicht da, ich bin ja gerade erst in die Hilde reingekommen. Bin ich nicht, eigentlich. Vorhin ging es auf jeden Fall. Kusakawa mit K. Ja. Mit K. Schreib mal was, finde ich nicht. Warte mal. Mach mal ein Plus in Gildenchat. Gut, alle Plus. Ja, jetzt waren sie alle Plus natürlich. Guten Abend. Guten Abend. Die Witzbolde. Ja, guck mal, hat nur High und Plus geschrieben und schon wurde befördert. Krass. Ja, so einfach geht das. Alle, die mit 10 Gold stiegen, steigen einen Rang auf. Das finde ich, ja, find ich gut. Nein. So, noch nicht machen. Oh, totales Spiel. Ja, also wir nennen die Länge noch um Kerze und die 10 Gold stiegen werden Goldkerzen. Eigentlich eine gute Idee.
Ich bin immer noch beeindruckt. Einfach heiße Flamme. Ich bin immer noch beeindruckt davon, dass es anscheinend schon die Möglichkeit gibt, für SOD Gold zu kaufen. Ich frage mich, wie die das machen. Und Buttercorns, die farmen vielleicht? Ja, du farmst ja wirklich nicht viel. Also, wie viele Buttercorns? Dankeschön. Hallo, Ben und Zuschauerinnen und Zuschauer von Ben. Farm-Accounts, weil ich sehe echt viele Multibox-Accounts. Nee, es reicht ja, wenn die einmal einfach durchquesten, dann ihr ganzes Gold abgeben und dann sich löschen und die nächste Runde starten. Sag mal, Dalu, deine Do Not Disturb Message, sagt die, die sollen mir schreiben, die Leute? Nein. Das wird mir aber gerade gesagt. Das wäre voll gemein. Ja, das glaube ich aber nicht, dass die lügen. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass wenn du streamst und die Leute wollen die Gilde, dann sagst du immer, schreib Dalu an. Ich habe heute bestimmt 30 Leute eingeladen in die Gilde. Deswegen musste ich da auch mal was tun. Weil ich frage mich, warum ich so viele Leute anschreibe, wenn ich nicht live bin. Jetzt weiß ich, diese Vorwürfe weiß ich weit von mir. Der Gilden-Invite ist halt einfach mehr wert, wenn er von einem Peach-Meet oder einem Dalu-Card kommt, als wenn er von irgendeinem... Nee, das ist gar nicht das Problem, aber kommt. Die Leute sehen nicht, wer Offi ist. Also du kannst ja nicht in der Gilde reingucken. Eingeladen. Du kannst es einfach nicht sehen. Der war sich zu fein dazu. Ja, und dann kannst du im Zweifel davon ausgehen, dass die Streamer wirklich, also die großen Streamer halt wirklich auch Einladrechte haben. Okay, ich bin jetzt bei dieser Deathmines Prequest, ja, wo dieser komische Bote spawnt und hier stehen einfach 7 Leute, 8 Leute drumherum und wollen den wahrscheinlich instant killen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Frag die Leute nach einer Gruppe. Es reicht, wenn du einfach nur in den /S einfach Infills schreibst. Dann werden dich wahrscheinlich die Leute einladen und dann hast du schon quasi nur noch 2 Gruppen, die den haben möchten. So dass eine den auf jeden Fall bekommt und du bist als nächstes dran. Ja, okay, I like. Gerade solche reinen Tötquests, die zu 100% Chance droppen, da lädst du gerne mal Leute einfach mit ein, weil es geht halt schneller, als wenn sich das jeder gegenseitig wegnimmt. Okay, mein Chat sagt, der Bote hat eine Spawn-Time von 5 Minuten. Ich glaube, die haben sie hochgedreht. Also ich stand keine 5 Minuten da. Ja, auch mal Glück haben jetzt. Wer weiß, wie lange die auch schon tot ist. Ich glaube, ich sehe die Leiche am Boden. Oh, das war eine fiese Lache. Es war gut, wenn man bei sowas irgendwie einen Mage mit dabei hat, oder? Die können doch diese geilen AOE-Sachen machen und dann einfach... Optimal wäre, wenn du was hinlegen kannst. Nee, eine Explosionsfalle drauflegen. Die geht ja direkt hoch, wenn er spawnt. Wir hatten einen Hunter mit so einem Schweinchen und das Schweinchen hat alle direkt geflaggt. Das war instant. Was haben wir denn hier? Druide, Krieger, Paladin und mich, Dulli. Kannst du Weihe auf den Boden legen, wenn es aber Weihe schon gibt. Ja, Lena, wie weit seid ihr? Ich will jetzt hier nichts auffallen. Wir sind jetzt gerade durch. Okay, müsst ihr jetzt noch irgendwie reparieren gehen oder verkaufen oder so? Ja, doch, verkaufen wäre ganz gut. Aber der Verkäufer ist in Moonbrook selber. Das ist nicht so weit. Ja, okay. Ja, sagt mir einfach, wenn es losgeht, dann gebe ich hier auf. Dann gebe ich hier auf. Wieder ganz schnell. Danke Jonas Hebner und Stephanus Gaming und Johannes und Block und Sherry und Chris Tricks und Anni für die Resubs. Dankeschön. Was hat Ben eigentlich gestreamt? Falls noch Leute vom Raid geblieben sind. Das wäre voll smart, wenn Gilena noch mehr Leute einladen würde. Also jede Person mehr wird ja voll Sinn ergeben und wir sollten eine 5er. Jetzt werde ich angewissert, bekomme ich bei dir einen Gilden-Invite, wenn die D&D von Dalu Quark ist. Oh, das ist eine gute Idee für meine D&D-Message. Schreib vom Nein, Malena. Nein, nein.
Aber du kannst auch Leute einladen, oder? Ich muss zuerst etwas Nein. anvisieren. Das kann ich nicht. Doch, kann sie. Ich kann dir auch ihren Namen schreiben, Peter. Warte, ich muss kurz entzaubern hier. Achso. Hä, ich kann nicht. Warte, ich kann. Ich muss kurz abbrechen, sorry. Warte kurz. Sonst kann ich nicht entzaubern, anscheinend, wenn man handelt gleichzeitig. Mein Inventar ist schon wieder überfüllt des Todes. Okay. Jetzt geht's. So, was level ich als Schurke jetzt eigentlich bei den Talenten? Mit Schwertern. Du willst mit Schwertern spielen? Hm? Dann musst du ja Combat mit Mutilate gehen. Also, Meta wird sein, sorry, Ambush, Soul Train. Also dass du Dolche nimmst anstatt Schwerter. Okay. Dadurch, dass ich mein Pet auf aggressiv halt, gestellt habe, also wenn du Schwerter spielen musst, musst du die Mutilate-Rune eigentlich nehmen. Das macht wenn sowieso. Du die so hast, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. So eine blaue Rune ist das. Easy Snack. Bei Schwerter. Nee. Schurke, wenn er gelevelt wäre, hätte ich so Bock. Wird instant auf Schurke wechseln, wenn er Level 25 wäre. Wenn er Level 25 wäre, ja, ja. Also diesen Dude zu bekommen, diesen Boten, war ja gar kein Problem. War ja first try. Ja, sag ich ja. Was? Einfach, mega gut. Einfach die Leute mal fragen. Ja. Da miteinander hatte ich, ist groß geschrieben. Hatte ich fähige Leute mit in der Gruppe. Während ich so verwirrt daneben stand. Hättest mal Krieger gespielt. Da ist deine Hauptaufgabe mit Autoschlag drauf zu stehen, also drauf zu hauen und zu warten, dass du irgendwann Wut hast, damit du mal ein Skill benutzen kannst. Warum sollte ich in der Gruppe bleiben, Selvarus? Hast du wenigstens eine Ausrede dafür? Noch drei. Danach kommt noch eine Quest. Wahrscheinlich längste, nee, die zweitlängste Rune im Spiel, würde ich sagen. Alter. Ich weiß nicht, wofür ich ein Plus 1 gerade bekommen habe, aber danke schön. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Seid gegrüßt für die Allianz. Ist mir so ein... Muss ich hin? Peter, ich soll dir ausrichten, da spawnt gleich jemand und deswegen sammeln die sich da alle. Mhm. Ja, ich bin jetzt auch wieder in der Gruppe für die Folgegilde. Der Bote beim Eskortieren, ne? Ist das. Ja. Wie lange dauert diese Folgequest? Oh. Ja, danke für die Info. Wie lange dauert denn diese Folgequest? Es ist, glaube ich, jetzt nur noch die Eskorte, oder? Danach ist die Quest zu Ende. Ja. Nee, ich glaube, einmal musst du da nochmal zurück. Ja, und er muss nochmal zurückfliegen. Ja, ja, aber er muss da nichts mehr machen eigentlich. Er muss aber am besten den Escort halt jetzt bekommen, ne? Genau. Die Eskorte ist aber auch vor 2 Minuten hier vorbeigelaufen. Wie bekommt man die? Einfach, Die Quest rechtzeitig annehmen. Das geht theoretisch auch in der Gruppe. Was kann ich machen? Ja, ich bin in der Dreiergruppe. Ja, und ich würde aber, du hast keinen Addon, um Quests automatisch anzunehmen, oder? Das ist leider richtig. Dann musst du hoffen, dass er das einer aus seiner Gruppe hat. Alter, wie sie hier rumstehen und geiern auf diese eine ja, Quest. Ja, schon mal rechts. Ja, du musst, also wenn du eh das Addon nicht hast, wirst du es selber nicht schaffen. Ja, dann muss ich ja gar nicht hoffen, probieren. Dass, perfekt, dann chill ich. Ja, dann musst du hoffen, dass einer deiner Mates das schafft. So, jetzt aber schnell installieren. Ich weiß nicht, ob meine Gildenmitglieder wissen, was hier auf dem Spiel steht, weil einer davon steht sehr weit weg. Stell dich da dran.
Ich muss meine Quest dann erst nochmal abgeben. Ja, ja. Du musst dir quasi von ihm zeigen lassen, wo das Versteck der Bösen ist. Und dann musst du nochmal zum Chef hingehen und sagen, ah ja, guck mal, da ist das Versteck der Bösen. Und dann sagt er dir, alles klar, dann verhau die Bösen. Premium-Quest-Design. Dann wäre ja alles gar nicht so problematisch, wenn man das nicht gleichzeitig machen könnte, sondern jetzt... Oh, die Escort-Quest ist jetzt gerade angekommen. Oh, oh, oh. Das heißt, der despawnt jetzt, das heißt, der taucht gleich wieder auf. Der steht übrigens noch ungefähr so einen Meter weiter links von dem Typen, den du anguckst. Ah, okay. Das kann ich da gleich. Okay. Der ist jetzt despawnt, das heißt, der kann dann gleich wieder auftauchen. Let's go, let's go. Wie ist der Name der Pietsmeet-Gilde? Der ist keine Pietsmeet-Gilde, das ist eine Streamer-Gilde, die von Dalu gegründet wurde. Und der Name ist ja, irgendwas mit Kerzen. Ja, von uns allen, ne? Wir nehmen Kerzen. Wir nehmen Kerzen. Wir nehmen Kerze. So heißt die Gilde, in der ich bin, genau. Und ihr müsst auf jeden Fall Peter anschreiben für einen Invite. Nein. Formula Lena müsst ihr anschreiben. Nein. Peach Schmied ist der Name. Schmied. Also Formula Lena können sie lange anschreiben, bis sie einen Invite kriegen. Ah, scheiße, wie heißt denn Schad? Ach, das sehen wir ja gleich. Ich hab hier einfach Top-Leute in meiner Gruppe, muss ich sagen. Ja, wir Quest bekommen. Hinterher. Ja, hatten die ein Auto-Invite? Ja, ne? Ja. Ich glaube schon. Und ein Auto-Accept. Ja, wenn ihr Formula Leder nicht findet, Pete Schmied. Schmied wie der Bär. Nein! Lass das Dalu kann. Danke, Dalu. Immer schön an ihm dranbleiben. Noch zwei. Haben wir auch noch bedankt hier bei denen. Habt ihr alle gelobt jetzt hier, dass die so toll sind. Dein Gruppenmitglied, das nicht weiß, was auf dem Spiel steht, hat das gemacht. Ja, habe ich auch das Gefühl. Habe ich vielleicht falsch eingeschätzt, die Nummer. I'm Pro Gamer. Ich liebe es. Hm. Dieses Spiel ist so sperrig und dumm und gleichzeitig irgendwie so cool. Nee, es kostet 10 Gold das nächste Bankfach. Der wichtigste Boss im Run ist der Zwischenboss, der nicht mal in dem Guide drin war. Ich bin neidisch auf die Rolle im Sprung. Von, wer hat mich jetzt hier trotzdem gefunden? Ja, manche Leute sind so clever, weil ich ignoriere gerade alles, weil ich muss mich hier konzentrieren auf diese Quest. Oh, du musst doch Leute inviten. Kann ich jetzt nicht. Wir haben auch nicht mehr so viel Platz, ne? Also beides voll. Ja, das heißt, die Leute sind jetzt noch gestresster und werden mir jetzt noch... Nein. Also wenn die Gilde voll ist, werden auf jeden Fall die Leute rausfliegen, die Level 1 immer noch sind ja, und seit zwei Tagen offline sind. So, das ist ja Quatsch. Ja, natürlich. Also manche haben schon gefragt, ob man deren hier Alt einladen kann und so. Weiß ich jetzt nicht, ob das... Ist per se okay, aber... also Ist per se okay. Bam. Sind halt trotzdem halt viele Level 1 noch in der Gilde. Manche offline seit 4 Tagen. Also da gehen noch eine Menge Plätze wieder frei. Ja. Aber den Alt könnt ihr nur über Pietsmeet bekommen. Also wenn du Pietsmeet anfragst, dann hast du kein Glück. Ja. Der war seit Erstellung nicht mehr online. Ja, der Penner. Wie asozial. Ja, wie ist das möglich? Oh nein. Also ich kann es sagen, wenn mein Name geklaut hat. Wahrscheinlich die Person, die deinen Namen trägt. Nee. Wurde dein Name auch geklaut? Es gibt weder Holler noch Holler die Waldfee. Ich heiße Heuer. Heuer. Kannst du auch Leute einladen zur Gilde? Nee. Ich kann Heuer? Heuer kann einladen? Okay. Es waren zwei große Is, aber die zwei großen Is wurden leider nicht übernommen. Das ist ja richtig gut.
Holler kann auch einladen, ja. Heuer? Da gerade befördert. Ja, guck mal, erste Amtshandlung, Leute einladen. Ich heiße jetzt nicht Heuer, ich heiße Heuer. Erzählst du uns dann jetzt auch, wie man gebratenen Reis nicht macht? Nee. Nur noch eins. Und es sind nur 3 von den Indie-Sachen übergeblieben. Das heißt, du brauchst für 20 Dinger 30 Indie-Sachen. Ich bin angeflüstert. So, und jetzt kommt der größte Witz. Ich habe Peter fast sekundengenau angesagt, wann sein Mob spawnen wird. Und wir sind nicht mal im gleichen Layer. Oh, ach, krass. Ich hätte es dir gar nicht sagen können. Oh, wow. Aber es war korrekt, es war perfekt. Ja, ich habe mich nur gerade gewundert, so, hey, der muss doch hier gleich um die Ecke kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das Layer unterschiedlich immer gleich ist, weil so viele Leute die Quest machen, dass ja auch alle Layer synchron ist. Jetzt muss ich wieder zurück zu dieser Truppe Speerkuppel laufen. Egal, ist nicht weit. Kerak, was willst du mit Morbin Fell? Das Quest machen. Einfach nur so für Geld? Nee, der gibt einen geilen Helm. Mit 9 Stärke. Brauchst du mal, was er noch geben kann? Kann der nur schwere Rüstung geben? Nee, eine Hose. Für. Also eine Stoffhose. 7 Stamina ist halt auch insane für PvP. Ich wisper jetzt den Leuten, die mich anschreiben, zurück, die sollen Heuer anwispern, um eingeladen zu werden. Warum ist der Dimitri genau, der und ich könnte in der Zeit genauso die einfach einladen, aber ich mache mir jetzt einfach sehr frech. Da hätte ich auch einen Baum erwartet. Ich glaube, wir haben keinen einzigen, der Dudu-Caster spielt. Ich schreibe das jetzt ja allen zurück. Ach, Murlocs sind immer noch die Besten. Also hier wurde gerade gesubbt für einen Gildeninvite. Ich finde, das könnten wir generell so einführen. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Also, erst ab 10. Auch, ja, du lädst die Leute auch ja nicht ein. Deswegen kommen ja ich habe heute schon so viele Leute eingeladen. Alter, hier kriegt man was Blaues. Ach, wenn man Edwin van Cleef tötet. Ich wurde von Pete zu dir geschickt für den Gildeninvite. Wo ist dein Prime? Ich habe jetzt angefangen, in der Zeit, wo ich Gildeninvite den Namen schreiben könnte, schreibe ich die Leute jetzt einfach zurück. Ihr müsst Feuer anschreiben. Kannst du mich bitte in die Gilde einladen? Ey, das ist also. Sehr gut. Peter, du so läuft das bei mir die ganze Zeit. Du kriegst ganz viele Flüsternachrichten. Ja, ich weiß. Du könntest dir einfach Zeit sparen, indem du in den Chat eintippst /DND, Leerzeichen, frag Heuer, lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht mal, wie man dort in die Gilde einlädt. /G-Invite. Oh, Scheiße. Das ist noch eine Quest. Und dann Leertaste Name. Oder du öffnest mit J das Gildenverzeichnis und klickst da unten auf neues Mitglied. Es kommen wirklich Leute und subben erst und fragen dann nach Gildeninvite. Ja, weiter so. Ja, also dann müsste ich nochmal kurz danke, online gehen. Danke, Bitnerd und Kriegsshadow und alle, die ich eingeladen habe, nochmal raus. Ich lade euch gerne Olli ein. Kommt Slake und Joshu. Danke euch. Es gibt 3 Möglichkeiten. Muss nicht mal der Prime-Sub sein, kann auch so einer sein. Natürlich, aber es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder Peter anschreiben, Dalukart 1 Gold spenden oder Holla 4 ein Sub da lassen. Ich finde, da komme ich aber irgendwie schlecht weg bei dieser Nummer. Ja, Peter, man kann nicht alles haben. Ich stehe hier gerade seit 2 Minuten in der Stadt und tippe hier /G-Invite und Namen ein, okay? Also ich finde auch, dass ein Sub schon wert. Ja, finde ich auch. Dann kann ich Peter sein. Nee. Ey, wenn ich jetzt innerhalb der 3 Chancen nicht noch 1 dieser Items bekomme, dann muss ich wieder zurück zum Auktionshaus. Dann kann ich vielleicht auch mal wieder jemanden ein. Fürs gute Gefühl. Ja. Hey, to guild. So, 45. Person, die ich heute einlade. So, Lena, wie sieht's denn aus eigentlich bei dir? Ja, ich warte auf dich quasi. Ach so. Ich komme jetzt. Ich bin fertig. Mit der Welt. Zarisia möchte auch noch mit, ne? Ja, klar.
Kann man dich denn schon einladen hier? Okay, ich schicke dir jetzt nicht mehr zu Heuer, sondern antworte einfach nur, wo's hab. Ich habe jetzt 10 Leute oder so eingeladen. Das ist gut, ich habe jetzt meine Arbeit getan. Ja, wer braucht schon Wo Scholz, wenn er Wo Sub haben kann? Ja, genau. Was muss ich dafür eingeben? Als Autonachricht? / DND und dann Leerzeichen und /dann die Nachricht. DND. Okay, mein DND ist jetzt Give to Prime. Scheiße, da sind schon die Leute sind schon alle Subs von mir. Oh, ja gut. Dann haben musst du sie aber auch mal einladen, ja. Tina ist die richtige. Ja, dann musst du sie jetzt wirklich auch mal einladen. Peter, ich glaube, du musst ihm nochmal deinen Ingame-Namen sagen. Warte, Moment, wem? Peter hat meine Einladung abgelehnt. Dann geh halt ohne Peter, ist okay. Oh, scheiße. Ja, okay, tschüss. Nicht Peter. Ich werde zwischendurch doch einfach random eingeladen von Leuten. Ich muss dich finden. Ja. Die wollen alle in die Gelder. Ist okay. Kannst du mich bitte noch mal einladen? Nee, jetzt ist vorbei. Oh. Ja. Sub nicht bei Pizmeet. Der weiß nicht mal, dass er zu denen gehört. Muss dich wieder finden. Ja. Du bist Genia? Ja. Ist das irgendein... Hat das einen Hintergrund? Wie ist mein WoW-Char schon immer? Okay, ihr müsst aber noch eine Minute länger warten, weil ich muss mir noch kurz erleichtern und dann bin ich voll am Stissel, okay? Ich muss noch was zu trinken holen. Oh, gut. Ah, okay, cool. Bis sofort. Okay, bis sofort, Chef. Dann mache ich das kurz einfach nach. Bis gleich. Auf Klo. Komm schon, ein Mob noch. Was ist jetzt noch mit der Fee? Die gute Fee? Wollte die auch mit jetzt eigentlich, Zarisia? Mhm. Auch Afka, okay. Jetzt denken schon Leute, ich bin Peter. Was ist denn jetzt los? Du willst den richtigen Peter anschreiben. So, wie funktioniert das jetzt in Ratchet? Wenn ich jetzt alle Sachen zusammen habe. Weiß das wer? Hat das einer von euch schon gemacht? Ich glaube, das hat noch keiner gemacht. Nope. Hört sich so an. Ich habe nämlich leider noch nicht mal diesen NPC gefunden. Dass solche Frage überkommt, wenn ich gerade auf Karten. Du gehst nach Ratchet ins Gasthaus und da steht hinter der Ecke der Goblin und mit dem quatschst du einmal und dann schlägt er dir einen Handel vor. Du sagst ihm, ja klar, machen wir. Und danach gibt er dir die drei Quests separat. Ah, let's go. Okay, dann laufe ich da mal hin. Hast du schon alles dafür zusammen gehabt? Nee, mir fehlen noch die Schredderteile. Ich habe die Bergungsapparate, aber noch nicht genug Schredder geborgen. Dankeschön noch für die Subs. Okay, bin mal gespannt, was dann kommt, ob man die direkt Spieler bekommt. HD und Mr. Bananenbrot und RBNSHZ und NBM. Ich glaube, du kannst ja mit ihm handeln und die Rune für 5 weitere Gold kaufen. Von allen, danke. Aber das kann ich ja dann jederzeit machen, ne? Hui. So, wer ist denn hier der Tank bei uns? Das ist jetzt die Frage, ob wir einen Hexer tanken lassen oder ob Zarisia tankt. Müsst ihr unter euch klären. Also ich meine, ich bin noch in der Tank-Skillung, aber wenn das ausprobieren will, habe ich damit kein Problem. Lege ich mir eine zweite Waffe an und gut ist. Wir brauchen einen guten Tank, ich bin low level. Zari, bist du ein guter Tank? Ich bin ein sehr guter Tank. Dann möchte ich, dass du tankst. Zari kann alles.
Ihr macht das schon. Ja, wenn er üben möchte, lass mir ihn doch üben. Ja, du hast absolut. Nee, Chat, ich tank nicht. Ich, um Gottes Willen. Wir wollen noch Peter mal fertig werden. 24 Stunden hat Peter also schon in WoW. Krass. Ja. Licht. Immer noch kacke. Ich will noch kurz meine Runen auf DPS ändern. Wo sieht man das eigentlich nochmal? Flashblade. Ah, danke. Ich bin jetzt bei 2 Tage 18 Stunden. Ja. Aber das ist ja hier mit Metamorphosis wird jetzt getankt. Da sehe ich das zum ersten Mal. Das ist voll cool. So kannst du auch mal sein, wenn du groß bist. Nee. Genau 16 Stunden. 2 Tage 7 Stunden. Kein Wunder. Wer soll denn von mir den Seelenstein bekommen? Brauchen wir eigentlich nicht. Ich zweifle immer der Heiler. Gib mir dir selber. Ja, okay. Ich hab ihn ja schon. Wenn wir viben, ne, dann stehe ich dann schön wieder auf und lach über euch. Und ich war schuld, dass wir viben. Was war jetzt für die Brustplatte und so? Also heute wurden ja schon die Stiefel hergestellt und die Brustplatte jetzt auch. Was sind eigentlich wirklich die Mats und die Voraussetzungen dafür? Es ist natürlich, die ist natürlich super geil, GZ. Aber es wird schon die Mats gar nicht so viel werden, oder? Hm. Was denn noch nicht auf dir? Ich muss den auf mich casten. Oh. PvP übrigens sind 15%. Fee sagt, das ist eine lange Quest. Wir müssen ja noch einmal kurz raus. Sorry, ich habe vergessen zu resetten. Ah, okay. Kommt da nochmal raus. Jetzt. Danke, Chat. Dankeschön an die Subs, König Stauder, Molze, Ultima Dobium, Nelail, Snobber Place und Mera Dutzer. Danke euch. So, ist das okay, wenn wir hier in diesem, in dem Channel drin bleiben, während wir jetzt hier diesen Raid an die Wand fahren? Die sind Inni, meine ich. Ja, das haben wir die ganze Zeit so immer gemacht. Alles klar. Und, oh, Heuer, hast du uns gerade geradet. Dankeschön. Yes. Ich hab keinen Bock mehr auf Gilden in Wald. Spielt jetzt einfach out of stream weiter. Ich hab mich heute nicht getraut. Smart. Ich mach mir jetzt P und Quantis mal. Moon, Netflix oder OnePace? Ah, hallo. Hallo, hört ihr mich? Ja, hab ich. OnePace gesagt, richtig. Ja. Ja, und ich hab gefragt, die Netflix-Serie oder OnePace? Was anderes. Was anderes. Okay. Hä, das ist am besten. Also, aber auch nicht existent. Also ich hab gehört, dass dieses OnePace, was Holler nicht guckt, weil die guckt ja auf Netflix nicht. Ja, genau. So ich hab Crunchyroll. Deswegen, ich hab's auch so verstanden. Das ist ein bisschen besser gepaced, habe ich gehört. Ja. Jo. Ja. So, ich wünsche euch aber einen wundervollen Abend. Spaß im Dungeon. Mach's gut. Und, danke. Mach's gut. Ciao. Grüßi. Bye bye. Bye bye. Ich habe übrigens noch die Rune drin, dass mein Donnerknall mehr Akku macht. Also entschuldige, falls ich Akku ziehe. Das war ein Fail von mir, nicht von dir. Spielst wirklich laut, Fatschett? Auf Tech-Müsse. Ich muss sagen, das läuft hier. Ich habe den Link geschickt zu deiner Frage vorhin. Das läuft viel besser als gestern hier. Ja, jetzt haben wir auch lauter High-Levels dabei. Das ist halt legit. Du hast so eine 8-Platz-Tasche hier gerade gedroppt. Ja, die kann ich ja selber machen. Ich finde schade, dass Ingenieurskunst nicht auch sowas bekommen hat irgendwie. Ja, das ist schon bei den Schneidern gut aufgehoben. Das
Ist euch der Ingame jetzt zu leise oder was? Was wollt ihr hier, Chat? Ab wann kann man in Burg Schattenfang rein? Auch so 18:20 rum, oder? 18, ja. Zahlen für euer Kopfhörst. Wollen wir da vielleicht danach nochmal eine Runde rein? Redest du nicht mit mir, oder? Was bist du denn? Warte, welches Level? 19? 19. Doch, wird dann ja auch gehen. Oh, das kenn ich gar nicht, ich hab Angst. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also in den frühen Dungeons hier wird noch keine spezielle Taktik verlangt, wie du musst jetzt, was weiß ich, aus den Pfützen rausgehen und dann musst du noch dies und das und jedes beachten. Sondern das meiste ist einfach nur, überlebe und mach Schaden. Und Schaden sieht ganz gut aus gerade bei dir. Ja, und machst mehr Schaden als ich. Hast du Damage Meter? Ja. Ja. Oh, ich habe gar keine Ahnung, wie viel Damage ich mache. Du musst mir doch angucken, was du hier machst. Ich drück so Tasten. Ja. Scheint, hier drückst du scheinbar gut. Ich glaube, so funktioniert WoW. Ja, ne? Auch wunderbar. So, aber Achtung, am jetzt spawnt auch wieder eine Party hinter uns. Ja, ich muss doch schnell ein rotes Tuch. Ja, kein Stress. Ja, doch, gestern habe ich die gepult. Ja, alles gewalt. Was kann ich denn hier die ganze Zeit? Meinst du das Geklinge? Ja, ja, das Geklinge. Das da, was da gerade da war? Ja. Das ist mein Spell. Wieso klingt der so? Ja, weil er dich heilt, wenn er so klingt. Also, weil der mich heilt. Deswegen höre ich das. Also der springt halt so durch die Mobgruppe quasi. Also sobald ich auf eine Person, wenn die Person dann Schaden kriegt, heilt er die Person und springt auf den nächsten über. Das nennt sich Gebet der Besserung. Okay, ich bin ausgetreten. Ah, wir rushen hier durch, ey. Das ist gar kein Problem. Der Hexer-Tank scheint auch ganz cool zu sein. Ja, macht das auf jeden Fall. Der Hexer-Tank ist stats-mäßig sehr stark sein. Ich glaube, der hat vorher die Werte gehabt. Der wird ja eine Menge aushalten und AE tanken wahrscheinlich. Ja. Also ich muss den kaum heilen. Und also was der an Schaden bekommt, ist halt wirklich nur eigentlich, was er sich selber zufügt durch Aderlass. 3 Targets schreibt er gerade, aber er kann nicht kicken. Wer soll gekickt werden? Wenn du Zaubernde kickst, dann müssen die aufhören zu zaubern und NPCs werden dann automatisch zu dir hinlaufen. Wie so also unterbrechen quasi, Zauberunterbrechung. Okay. Kann ich noch nicht wirken. Ja, super nervig, das Geräusch. Lena, kannst du mal leise heilen, bitte? Okay. Lebt eigentlich El Pito noch? Ja! Habe ich nicht weitergespielt. Habe ich auch gedacht, den kann man im Retail auch nochmal irgendwann weiterspielen. War ja auch ganz witzig, die Streams. Wir müssen am besten hierher zurückkommen. Ja, boah, ist das laut, ey. Bing, bing. Okay.
Der ist LP tot, das ist mal ein Halter. Der ist schon verlockt, das Rezept zu kaufen, ne? Meinst du? Ja, die sind halt. Ja, die Schultern sind gerade bei 3 Gold. Aber ja, ich glaube schon zu spät. Da kommen schon zu viele. Weißt du nicht, was das Elixier der geringen Beweglichkeit ja, kostet? Wahrscheinlich arschteuer. Oh, das sieht aber gut aus. Also wenn ich sowas wirklich gebrauchen kann, ist das dann wirklich okay, wenn man Bedarf drauf würfelt? Ja, auf jeden Fall. Also allein für die Elixiere gibst du schon über 2 Gold aus. Ich meine, wir würden wahrscheinlich komisch gucken, wenn du dir jetzt ein Stärkeschwert auf Bedarf holst. Aber ansonsten, wenn du sagst, das klingt nice für meinen Charakter, dann nimm's mit. Ah, diesen Snack habe ich direkt bekommen. Danke. Hat noch jemand aufgewürfelt? Kann ich im Nachhinein nachgucken, aber nö. Wollte steht sonst dann keiner. Im Chat quasi, aber fast alleiniger nieder. Und den kann man wieder nicht berufen lassen. Die Maschinen haben so wenig Blut. Aber ich hätte ihm doch das Öl auslaufen lassen. Dann wäre er doch noch schneller kaputt. Erstmal absaugen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Wo Blutsauger? Alter, wie die Bosse hier fallen, Alter, wirklich, wie die fliegen. Achtung, da kommt noch ein kleiner raus. So, würde man ihn schreien. Das war ein Kampfschrei, wir haben es alle gehört. Yeah. Jeder schreit hier so wie ich gerade in diese Company. Kommt einfach Sneed da raus, ey. Okay, Stärke und Intelligenz ist dann natürlich nichts für mich, richtig? Wenn doch Int ist gut. Und Int ist also gut für dich. Die Stärke da kannst du halt ignorieren. Was hast du denn gerade an? Ich hab. Du hast die ich schon hab, an. Ich hab die an! Ja, das ist dann ja Quatsch. Dann ist Quatsch. Ach warte, ich wollte ja passen, damit Lena entzaubern kann. Also genau, wenn ihr die gar nicht braucht ach und so, dann würde ich die gerne entzaubern. Ja, also für, geil gegiert. Sorry. Ja, die habe ich jetzt natürlich auch gewonnen. Ja, guck, ich habe alles richtig. Ja, war mein Fehler. Ich würde nachher auch noch handeln können. Also nur diese Bahn kaufen. Ich sollte nicht einfach random Tab drücken und die Dots machen. Nachher erwische ich einen, den wir noch gar nicht hier am Stissen haben. Ah, dann hat der Tank was zu tun. Der muss das lernen, mit sowas umzugehen. Luxel mag das. Der ist gut. Ja, oder was? Oder Witz? Ist ein King! Hat der denn in seiner Demo-Farm ganz andere Formen, ganz andere Fähigkeiten? Keine Ahnung. Schattenspalten hat er auf jeden Fall. Und nutzt Sengler Schmerz. Und verderbt. Okay. Hat meine Rune schon aber drauf. Schattenspalten ist dann ja wahrscheinlich so ein Mini-Angriff, ne? Oder AOE quasi. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wirklich? Weil wäre auch irgendwie Quatsch, wenn er einfach nur in der Meta ist und ganz normal Shadow Ball castet, oder? Nee, man hat schon andere Fähigkeiten. Okay. So fast gedacht, aber es sieht geil aus. Schattenspalten ist in Wirklichkeit der Schattenblitz. Aha. Also das ändert sich dann einfach nur. Hat Chuxel gerade geschrieben. Okay. Und Peter, wenn du eine neue Brust hast, musst du noch dran denken, deine Runen wieder zu erneuern. Hab ich gemacht, mein Chat ist los. Perfekt. Der Chat ist einfach los. Cool, ja. Chat. So, diesmal passe ich aber wirklich. Ach, scheiße, ich hab schon wieder auf Gier gehabt. Scheiße. Ja, wirklich, es ist so ein Reflex. Nee, aber die meisten Sachen kann man hinterher wenigstens noch handeln, nur halt die Boss-Drops nicht. Ja, okay. Kann ich noch nicht wirken. Geschwärzte Stiefel der. Das ist ein Set? Ja, ja, es gibt hier auch schon ein paar Setteile. Je mehr aber du gepasst davon trägst, desto besser wird's. Na gut. Set, ey. Ich hatte noch nie bei Diablo ein Set. Jetzt
gibt leider bisher, glaube ich, auch nur welche für Beweglichkeitsnieder, also sowas wie Schurken oder Jäger oder Druiden. Ich glaube, es gibt noch keines für Stoffies. Ja, ich weiß, mein Chat sagt, das ist ja auch WoW und nicht Diablo, das ist mir schon klar. Okay, im Raid gibt's eins für Stoffies, Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, das ist ja heute so gedroppt, das, ne? Was war das doch? Ja. Das ist echt sick. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Muss looten. Genau, was ist das da für eine Quest, die da gerade gepostet hat? Was ist da noch? Vor allem, wo kriegt man die Quest für die Berufe? Und die Quest gibt es nur, wenn man einen der Berufe hat? Ah, Fee sagt, das ist das, was sie dir vorhin als Link geschickt hat. Genau, aber das kann ich nur machen, wenn ich einen der Berufe habe? Einen Beruf auf mindestens 100. Also einen der, die was Episches haben können, das heißt, Ingenieur zählt nicht. Ja, scheinbar schon. Ja zählt nicht oder nein zählt nicht? Ja zählt nicht. Das heißt, ich krieg nicht mal ein Trinket? Das ist schon hart. Was muss man denn dafür machen? Also wo komme ich denn? Da gibt's ja wahrscheinlich dann für Lederer gibt's ja wahrscheinlich eine Quest, oder nicht? Schneider, Lederverarbeitung und Schmied sind die einzigen drei. Und wo krieg ich das? Ich überlege halt, ob ich Bergbau wieder verlerne und zwei Verarbeitungsberufe nehme. Du musst halt alles einkaufen dann oder den zweiten Char zum Farmen. Stimmt, ich nehme einfach einen zweiten Char und mach da die Dingesberufe sind drauf. Die sollen BOP sein, ja. Genau, und du brauchst auch den Beruf, um sie überhaupt tragen zu können. Das heißt, du willst so oder so nicht. Ja, okay. Dann bringst du dir nichts, die auf einem Twink zu haben. Ja, aber ich kann zum Beispiel Bergbau und Kirschnern auf dem Zweitschar haben und auf dem Main-Char irgendwie und Schmied oder so. Ja. Oder halt Lederverarbeitung. Und ansonsten, Dalu, kannst ja den Link einfach ins Discord weiterleiten. Kann das ja, Fee, nachlesen. Du kannst den Link direkt ins Discord weiterleiten, dann kann das jeder nachlesen. Hätte ja sein können, dass da keine Postrechte sind. Oder Schreibrechte. Outsourcing ist das Stichwort. Das lädt immer noch auf. Und das Elixier auf Cordes ins Regret. Kann ich noch nicht wirken. Das steht dann halt in Raid Memo und nicht in Diskussion. Oder sie schickt es mir und ich poste es in. Ja, ich bin nur gerade im Kampf. Das wäre ja auch mal können. Wir hätten ja auch mal einfach mitmachen können. Ey, der bist du dran. Den hat gepult. Ihr habt's genau gesehen. Heal-Agro nennt sich das. Ja, okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Es gibt ein Gold in die Pull-Kasse. Nein, Dalukat hat Agro. Ich will nicht, dass Dalukat Agro hat. Scheiße. Was da hinten ist noch. Wenn wir ein bisschen nach rechts gehen, ist die Säule im Weg, dann müsste er rankommen. So, ab hier kann er uns nicht mehr sehen. Ist down. Oder so. Ja, als Melee stehe ich dann immer dumm da, weil wenn ich da jetzt reinrenne, dann habe ich natürlich alles andere aufgepult. Ein voller Raum hier, muss man sagen. Ja, ich meine, der guten Instanz, wir haben erst recht.
Scheiße. Mein Instanz war schon voll, also ich bin in der 14. gefallen und war der letzte. Und du hast, hast du die Gewinne geschrieben, PvP 13%? Nee. Alena, trade ich dir nachher. Okay. Aber das System müssen die nochmal überarbeiten. Ja, das ist halt super unfair. Nee. Nicht mal das. Die umgehen ja jetzt schon die Mechaniken und wir sind ja noch gar nicht. Also die Leute sind ja nicht mal Level 30, 40 oder so, dass man die Mechaniken umgehen kann. Der Gag ist es, dass es ja 4 Bosse gibt. Mit jedem Boss, den du tötest, wird der Endboss schwächer. Und es gewinnt das Team, was den Endboss zuerst getötet hat. Aber alle ignorieren die anderen Bosse und greifen den Endboss direkt an, weil er nicht stark genug ist, einfach gegen 60 Leute anzukommen. Das heißt, es ist einfach nur Boss-Spawn, Damage Race, 30 Sekunden später zu Ende. Wow. Die Mechanik wird ja jetzt schon umgangen. Ja, ich sag doch, es ist wie Alter Raktal früher. Ja, aber Alter Raktal hatte noch die Zwischenbosse davor, die du machen musstest, glaube ich. Du musstest Galwanga und so machen. Konnte sich der Endboss alleine machen. Aber ja, jetzt stehen die einfach an den Endboss und kloppen halt drauf, so. Und die sind ja halt nicht overgeht, dann war nur die Masse. Das ist ja Google Pizza. Achso, hier übrigens. Ja, wir haben auch brillante Songs gemacht. Ich hab Malus, glaube ich. Sorry, den habe ich mir entlang gestresst. Wie heißt er? Hühner war ich dran. Jörn. M-Jörn. Danke. Den Ring droppen hier. Der gehört sich bitte. Achso, und das Warzone-Ding bekommst du anscheinend Dane. Kann ich noch nicht wirken. Würde ich auch sonst wenigstens machen. Oh nö! Was hast du gerade gefragt? Welches ist das Warzone-Ding? Wenn du dieses PvP-Event mitmachst und du killst irgendeinen NPC, also so eine Wache, eine Horde-Wache, dann droppt die eine Quest. Also immer. Du kannst die aber anscheinend nur, also außer du hast sie halt schon abgegeben, du kannst sie einmal am Tag, glaube ich, machen. Dieser Zauber ist komm, zum Glück hast du eine 100 gewürfelt, ich habe sie wieder dir gedrückt. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Aber die geben sogar die astralen Essenzen, das ist richtig gut. Das lädt immer noch auf. Boah, wenn man die Dots echt aufrecht erhält, ist Mana ein Problem. Ich muss mal so ein bisschen einfach nur mit meinem normalen Schuss hier kämpfen. Ja, schon wieder ist der Gegenstand. Die Stiefel? Braucht die wer? Nö, die sind jetzt zum zweiten Mal gedrungen. Wenn einer von euch gewinnt, könnt ihr die behalten. Willst du die haben? Ja. Ja, ich hab's runter. Also ich will das Stiefel-Set sozusagen, die anlegen gebundenen Sachen, wo die alle kaufen oder nehmen, ja. Ja, dann kann ich das nachher schicken. Was willst du damit? Mach dann 5 Gold. Ich bin gut. Was willst du damit dadurch? I don't get it. Für den Schurken. Direkt. Für deinen. Für den Schurken, die sind anlegen gebunden. Die kannst du handeln. Ah. Ich will sie in den zweiten Schau machen. Ja, verstehe. Wer hatte heute im Raid noch eine 5. Quest gehabt, die irgendwo mit einer Pre-Quest war? Aberdeen einfach mit. No. Aberdeen musste den Aquamobs töten. Ah, da habe ich die her. Ich wusste es nämlich nicht mehr. Ich hätte das sonst nachher noch irgendwann gegoogelt. Bestimmt. Kann mich einer einladen in einen Allianz-Layer, wo die Allianz gewonnen hat? Der steht da, glaube ich, einfach auch bei den, also so bei den Schmieden. Ich habe mich noch gewundert, dass da eine nicht graue Quest war. Aber warum ich die nicht teilen konnte, das weiß ich halt nicht. Kann mich irgendeiner außer Gegner. Der Dalus, der hat heute, glaube ich, schon sehr lange gestreamt. Ich glaube, der zockt einfach gerade ein bisschen aus. Irgendwo, wo es ein Allianzler gewonnen hat. Untersuch dieses Geräusch. Ein bisschen schön. Mal gucken, ob du hier eine Gewinner- oder eine Verlierer-Lobby hattest. Du hattest eine Gewinner-Lobby. Sehr gut, Roboter. Vielen Dank.
jetzt voll im Grind haben, Leute. Habt ihr denn hier nach noch Lust mal zu Schattenfangtypen? Ich bin da nicht mehr dabei. Nee, nein, das ist spät. Es ist spät. Okay, da. Das enttäuscht mich. Ja, es tut mir leid, aber vielleicht die Tage. Ich hab Fake Green Light krass. Anni tut dir bestimmt erlauben, heute länger zu liegen. Ja. Meine Müdigkeit leider nicht. Gestern dieser GTA-Trailer, der hat mir leider sehr viel von meinem Abend gekostet. Fandest du ihn? Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Hat viel Spaß gemacht. Gut oder oh mein Gott, das hat sich gelohnt, da 600 Jahre drauf zu warten. Scheiße, man kann so die Quest mal wieder... Man kann die Quest mal wieder aufheben, aber kann sie nicht nochmal machen. Jetzt weiß ich gar nicht, was das bringt. Der Buff ist also einmalig. Das ist aber verrückt. Das lädt immer noch auf. So, jetzt bin ich auf dem Pillars. Ich kann es wirklich nicht sagen, weil es hat sich nicht 10 Jahre gelohnt, auf diesen Trailer zu warten, weil man wartet ja nicht auf den Trailer, sondern auf das Spiel. Ja, ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Spiel nachher eins wird, was sich lohnt. Man darf sich nur keine ganz falschen Hoffnungen machen, sondern muss schon irgendwie im Bereich des Realistischen bleiben, glaube ich. Ja. Also das ist das Problem bei vielen Games, dass Leute immer so, also so übertrieben hyped sind und dann halt enttäuscht werden, weil die Erwartungen gar nicht erfüllt werden können. Ja. Bei dem Trailer muss ich ehrlich sagen, ich habe nichts gefühlt, außer ich habe so auf die Kleinigkeiten geachtet und so. Also ich glaube, da ist einfach so insane viel hinten dran, also so wie in den GTA 5 Spielen, die noch das Ganze immersiver machen werden, dass da glaube ich richtig viel Potenzial einfach so wichtig ist. Also mit Fernsehsendungen und Shows und Events. Ja, ich glaube, das ist, wird zum Beispiel ersetzt durch TikTok. Ja. Also, dass du dann quasi in-game einfach durch TikTok scrollen kannst. Ich freue mich einfach schon auf die nächsten 10 Dinge in GTA 6. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich sehe schon die ganzen RP-Server wieder. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Ich brauche mehr Mana. Die ganzen RP-Sachen, also was sie da benutzen, muss ja auch erstmal wieder geschrieben werden, oder? Alter, da gibt es bestimmt. Ja, da gibt es bestimmt Leute, die machen das wieder. Ah, oder die machen selber einen. Sehr schnell. Nee, die haben sich doch mit irgendeinem großen RP-Server zusammengeschlossen. Momentan, ja. Die werden das von vornherein reinprogrammieren. Ja. Ah, stimmt. Okay. Das wird direkt, was halt so richtig smart ist, die machen das so wie halt Epic mit UEFN. Die machen das moddable. Das heißt, du kannst da direkt rein. Weil die halt einfach wollen, dass es natürlich fernab vom Standard-Gameplay halt geused wird. So. Ja, mit Microtransactions. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. So dass du dann selber Servers erstellen kannst. Also ich sehe schon die Pizza Meets Mafia rumlaufen in Vice, ey. Pizza Meets Vice City. Aha, gerne. Let's go. Ich mag aber auch den Wortwitz, den sie gemacht haben, dass ausgerechnet GTA 6 in Vice City spielt. Weil du ja. Mit VI und Vice bist. Ja. Haben sie schön gemacht. Es ist halt schade, dass noch wieder. Dennoch noch so lange dauert. Jetzt haben wir zwar den Trailer, aber naja, in 2 Jahren. Dann nochmal PC, auch nochmal ein Jahr. Ja, das ist sowieso. Jünger bist du auch nicht. Das sind halt immer also Captain Tarkov, League of Legends und World of Warcraft. Das sind halt so richtig garstige Zeitplatten. Zu sagen, WoW frisst ja schon allein. Das ist ja ein Spiel, was du eigentlich fast alleine spielen musst, damit du da alles so mitnimmst. Also WoW ist für mich immer so ein Winterspiel, so wie Harry Potter oder Verrückte Weihnachten mit Chevy Chase. Das kommt so ein bis zwei Jahren wieder. Ja, kommt halt immer wieder hier. Kommt wieder eine neue Season. Ich bin ja gespannt, wie lange Season of Discovery jetzt aktiv bleibt. Also wie lange jetzt so erstmal der erste Hype kommt und ob sie dann den Punkt hinkriegen,
die dann die nächste Phase freizuschalten. Oder ob die Leute halt dranbleiben, aber auch nicht zu schnell, genau. Weil sonst ja. Die anderen wieder abspringen. Ich glaube, es ist absolut egal, ob die Leute abspringen oder nicht. Jeder Step von Season of Discovery wird genau dasselbe wieder auslösen. Und zwar, dass du es neu erkundest. Dieses, was sind das für Routen? Wo gibt's die? Was ist das für eine Quest? Das hat mega Spaß gemacht. Also, deswegen ist mir das auch egal, wenn die sagen, das ist jetzt in 3 Monaten und du hörst jetzt in 2-3 Wochen erstmal wieder auf, dein Character ist equipped, ne? Du hast den besten Slot, du hast alles gesehen, der hat drauf geschissen. In 3 Monaten geht's weiter, du spielst halt in 3 Monaten wieder. Ja, und da werden auf einmal alle wieder einloggen. Ich finde es sogar gerade gut, wenn sie die... Entschuldigung, sagst du? Nee, mach du erst. Ich würde nur sagen, ich finde es sogar gerade gut, glaube ich, wenn sie die erste Phase ein bisschen zu länger ziehen, nicht, weil man jetzt noch am entspanntesten an die Twinks zum Beispiel mal nachleveln kann, so einen Farbencharakter. Dann kannst du dich wieder auch entscheiden, welchen du weiterspielst, wenn dir der erste nicht gefallen hat. Ja, und du musst auch bedenken, dass es Leute gibt, die eben nicht 18 Stunden am Tag WoW spielen und länger. Loser. Und wenn die jetzt also jetzt schon direkt das nächste rausballern, dann verlieren die vielleicht auch schon das und sagen, ja okay, ich habe jetzt da noch nicht mal das aktuelle fertig gespielt. Ja, das meinte ich halt auch. Also das darf halt auch nicht zu schnell gehen, weil man sonst halt einige Leute auch wieder verliert, die eben nicht diese Zeit haben, wie alle, die hier gerade in diesem Discord hängen. Ich glaube, dafür ist die Gute auch ganz gut, weil da so viele Leute sind, das glaube ich ein relativ guter Schnitt durch die Spielerschaft sein. Ja. Wenn du jetzt so guckst, die meisten sind eigentlich tatsächlich irgendwie zwischen 13 und 18. Genau, das meine ich. Deswegen, wenn die so in Richtung 25 gehen und dann vielleicht noch so 2-3 Wochen raiden können, dann kann man auch anfangen, das nächste zu bringen. Klar werden die Leute, die nur auf Progress gucken und schnell machen wollen, als erstes fertig sein und deswegen als erstes nach dem neuen Content schreien, aber die können sich ja dann auch gedulden, Farm Twinks hochbringen. Ich mache mir einfach mehr Chars, damit ich dann immer den spielen kann, der OP ist. Hat er nicht gehört. Smart. Will ich ja einfach voll diskutieren, während ich mich maximal konzentrieren muss für den Scheiß. Okay, wir lassen ihn nicht sterben. Er überlebt einfach. Alles gut. Juxel kann das. Ach, ich hätte ihn jetzt auch sterben lassen, wenn ich auf Heilermanner guckt. Lernen durch Schmerz. Ich glaube, Juxel ist damals schon öfter durch mich gestorben, weil ich keinen Mana hatte in Retail. Sie hatte 50%, das muss reichen. Man muss mit der Quest nach Stormwind. Wo komme ich von Ratchet mit dem Boot hin? Wo lande ich da? Booty Bay, ne? Minitil. Achso, von Ratchet? Ja, Booty Bay. Und von Booty Bay komme ich wohin? Fände nicht auch 2 Schiffe? Nee. Nee, da fährt nur 1. Dann fliege ich jetzt wieder hoch? Geil. Was machst du denn gerade? Ich habe die drei Sachen abgegeben. Fischöl, die Granaten und die Engie-Dinger. Oh, stark. Wie viel hast du von diesen, also war das so 50-50 Drop-Chance von den Bergungsanlagen? Ich hatte 30 Dinger gehabt, 30 Insassen und ich habe 21 gelootet. Okay, wie viel braucht man? 16. Ah ja, okay, easy. Und ich habe denselben Fehler gemacht, wie jemand anderes heute schon erzählt hatte. Der Dude will 16 Dinge haben. Ich hatte 21 im Inventar und er hat einfach alle genommen. Ja, genau. Der nimmt einfach alles, was das du ihm bringst. Ich hatte 30 in der Tasche und er dachte sich so, jawohl, ich nehme auch 30, kein Ding. Das ist fresh. Ich hätte die gerne verkauft gehabt. Ich wollte sagen, das ist doch bares Geld. Das ja, schon, und ich er dachte sich frech. So, yeah. Danke, Gönnung. Erstmal Ticket aufmachen. Ah, warte, da war was. Erstens das und zweitens, aber er sieht halt auch schon aus wie ein mafiöser Goblin, ne? Also das ist halt, ja, muss man halt auch schon... Irgendwie schon. Aber ich hab's halt über Questy einfach auf Instant abgeben gestellt und ja, weg war's. Oh. Bitte auch. Schon wieder so ein Zweig. Mal kurz gucken, wie voll das Ali-Gebiet ist.
Was ist das anstrengend hier? Anstrengend? Ja, Maul halt. Mit uns hier im Voice. Das ist so, verstehe ich. Ja. Das ist doch schon wieder scheiße. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass die Leute Peter anschreiben für den Wald. Das ist wieder schon zu lang her. Er langweilt sich bestimmt. Ja, ich glaube auch. Nee, mach mal nicht. Jetzt kommen noch mal 2, 3 Bosse hintereinander. Jetzt heißt Konzentration. Voll die entspannten Runs hier. Mein Inventar ist voll. Ich bin hier noch am Lernen. Das kann ich jetzt nicht. Werden hier einfach Items liegen gelassen? Ja, mein Inventar ist voll. Nimm mit, verkauf. Pull all. Weiß ich nicht. Warte ab, wenn du erstmal in Lochmuran die Glyphe findest für den Schattenbolt. Ah, der so hin und her springt. Genau. Dass der 5 Ziele trifft. Dann machst du noch pam 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 pam. Pam. Ja, Lukas, das ist doch so gut. Das Maschinengewehr. Nee, oder weiß ich nicht, wovon du redest. Muss ja Dots verteilen, ich kann jetzt nicht schießen. Der hat Van Cleef gepult. Da halten wir nichts von, oder? Alles easy. Okay. Ja, wir machen jetzt erst den Greenscreen weiter kaputt, weil der ist ja eh schon fast tot. Jawohl. Jetzt machen wir erst die Kleinen und dann machen wir Van Cleef. Okay, gute Ansagen, gute Ansagen. Also Lumpin ist zum Beispiel einer der Kleinen. Ja? Alle, die nicht Van Cleef sind. Genau, sind alle, die nicht Van Cleef heißen. Das lädt immer noch auf. Stoßhündchen, alle mit. Und der Loot, schon wieder einer im Kampf. Unfassbar. So, jetzt ist Van Cleef. Macht denn sowas? Kann ich noch nicht wirken. Genau, der spawnt bei 50% nochmal 2 Ads. Ja, frech. Da sind sie schon. Genug. Aber können wir auch erst den Boss eigentlich durchziehen hier. Genau, jetzt kannst du auch erst den Boss machen. Gut. Dann machen wir die 2 hinterher. Die Bruderschaft wird siegen. Der ist aber nicht so geil vertont. Die Bruderschaft will sie. Kann ich noch nicht wirken. Nicht genug Mana. Kann man WoW auf dem Mac spielen? Ja. Okay, nice. Gut zu wissen. Du hast Neues gelernt. Dann weiß ich ja, was ich gleich auch installieren werde für die nächsten 2 Tage. Weil du unterwegs Bett, bist? Ja. Mal gucken, ob ich morgen im Zug zocken kann. Dein Wichtel wird sich jetzt wahrscheinlich wieder aufhängen. Achso, ja. Die bleiben ja immer hier oben hängen. Das sind ewig Teufelskreaturen, wenn sie das machen, ist nicht schlimm. Was ist das jetzt für ein Move? Gehen wir hinterher? Wow. Okay, wir gehen hinterher. Ja. Oh Gott. Ja, kommt einfach mit. Ja, hatte Glück. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schon ordentliche Epics da. In Effekten. Ja, aber das hat jetzt. Wir haben jetzt 10. 4 Stunden hat es jetzt gedauert. An diese epischen Stiefel ranzukommen. Dieser Zauber ist noch nicht. Ach, deswegen wart ihr gerade in der Dings drin, oder was? Nee. Achso, Fee ist nicht. Nee, Fee macht das separat von uns. Wo gibt's die? Das ist eine super lange Schneider-Quest. Egal, nichts Schlimmes. Die brauche ich auch. Ja, Dalu wollte nachher noch irgendwann ins Discord posten, wie das geht. Was denn? Weil der nicht mehr im Kampf ist. Das ist halt der längste Kampf ever. Yeah, nice. Ah ja, stimmt. Ich weiß nicht, das rein. Nutzen. Oh, danke hier auf jeden Fall für die schönen Runs. So. Für Schneider, Lederer und Schmied. Ja.
War sehr schön mit euch. Also wir sind durch. Jawohl. Ja. Nee, ich bin nur hier quasi in DB, in DM sind wir durch. Achso. Ich würde gerne noch eine Burg Schattenfang machen. Ich will diese Robe noch haben. Können wir? Ich kann dir noch ein Green geben, wenn du möchtest. Würde ich eins zaubern, ja. Ach ja, ich kann dir auch noch eins geben, glaube ich. Okay. Habe ich dir denn nochmal gesnackt? Irgendwelche Stiefel, glaube ich. Ist noch jemand bei Burg Schattenfang dabei? Prinzipiell schon. Ich weiß noch nicht, ob mir das so spät wird gerade. Der Run geht ja schnell. Das Längere ist ja eher das dahin. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja, der Run ist kein Problem, aber es dauert ja erstmal eine Stunde, bis alle da sind. Also ich habe einen Flugpunkt in Süderstade. Ja, habe ich auch. Hm. Würde ich nur kurz verkaufen und dann könnte ich da hinkommen. Ah, das war wirklich ein guter Run, ey. Ja. Nice. Es gab auch schon wieder Mats. Okay, warte mal. Also Peter ist raus, ne? Ja, ey, das ist spät. Dann tschaußen. Also mal kicken. Ja, nee, ist richtig so. Ist richtig so. Nein, ich hab's gemacht, weil ich jetzt neue Leute anleihen möchte, damit ich einen Überblick habe. Ja, der Überblick, ob Peter jetzt drin ist oder nicht, das kann man so auch nicht sehen. So einfach. Nee, da muss man das jetzt. Da muss man nochmal wirklich. Ich muss jetzt ja neue Leute einladen wieder. Platz machen. Also sonst hätte das auch nicht geklappt. Ich nehme das nicht übel, aber ich verstehe schon. Da muss man auch mal durchgreifen. Ja, wer die Leute zum Einladen zu mir schickt, der hat das nicht anders verdient hier. Sorry, Chat, dass ich jetzt während des Raids nicht so viel mit euch quatschen konnte. Das haben wir ja eher am Anfang des Streams gemacht, würde ich sagen. Aber das ist halt. Na, ich kann ruhig steigen. Dann bin ich zumindest für mich alles immer so ein bisschen overwhelming. Ich habe noch nie DPS gespielt, sondern zu virtuellen Cards-Zeiten nur Healer und hatte dann auch so Add-ons. Und ich brauche hier auch nochmal Add-ons, die mir dann die Dots besser anzeigen, weil ich finde das so ein bisschen unübersichtlich. Ich bin immer froh, wenn ich nicht tanken muss. Dann haben wir so ein. Also, Inni, nicht Raid. Dann, Entschuldigung, Inni, nicht Raid. Also, wenn es schnell geht. Also, der Run aber lief ganz gut. Ich muss mich nur konzentrieren, aber konnte deswegen jetzt nicht so viel auf den Chat gucken. Deswegen. Also, das nur als Erklärung. Und Dankeschön, Wölb und Tommy Sayre und Multigaming Bros und Bloody Ripper und Godballs und Creed Raider und Bot und Grampel und Bakker und Jan Sieder und Radkasten Richard und Panse für die Subs. Dankeschön euch. Sonst hat man nie Tanks, jetzt haben wir aber schon drei in einer Gruppe. Beziehungsweise fast, ja, vier so Mann, theoretisch Mann, sogar geht Mann, ja ey. Eigentlich, ne? Was ist das denn hier? Ja, wir tanken einfach alle. Der Musch. So. Ehre, wem Ehre gebührt. Einfach mal ein Goldgeschenk gekriegt. Das sage ich natürlich nie, nein. Sind glänzende Fischschuppen irgendwie viel wert? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Im AHA stehen sie, ja, kann ich dann auch bei mir. Heute Briefkasten immer gern gesehen, genauso sehe ich dann auch Panse. Seid vorsichtig. Deswegen gibt es dann auch immer Sprüche. Ehre, wem Ehre gebührt, sagen die doch hier so, oder? Was ist das hier? Oder so. Ja. Dankeschön. Dann ist es er hat ja mir das geschenkt. Das wär's, Con. Richtig. Finde ich ein bisschen sad, weil die eigentlich auch echt cool sind, vor allem als Heal. Intelligent, ja, nee, ist schon besser für mich, ne? Hm. Der halt Hubsnacker ist gerade wirklich so. Aber vielen Dank. Mögen eure Reisen sicher sein. Da macht ihr mal einen Marco dazu. Für Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, mit diesen Marcos muss ich mich mal auseinandersetzen. Die habe ich nicht mal zu meinen WLTLK-Zeiten benutzt. Aber ist eigentlich schon sinnvoll, die zu usen, ne? Jetzt gehen wir erstmal hier nochmal die Quests ab. Was kann ich für euch? Hier gibt es ja auch nochmal geilen Scheiß. Den Stab von Westfall gibt es da nämlich jetzt. Boah, ist ja viel geiler als meiner. Der 9, der plus 10 Schattenzauberschaden fällt leider weg. Das sind schon. Aber der Rest ist halt schon insane geilo, ne? Okay.
Na komm, let's go. Sei Level 20! Let's go! Ja, aber ich bin unterwegs. Ich auch. Ich bin etwas vor dir. Ach so, stimmt. Ach, stimmt. Wir haben ja zwei Hexer dann. Ja, okay, dann mache ich mich mal nicht auf den Weg. Kannst du sehen, wie ich fünf Level noch. Ist nur ein Greif vor mir. Ja. Danke, danke, Chat. Danke, Jungle. Du wirst selbst im Gildenchat geschrieben. GZ, Peter. Und im Flug winken? Tatsächlich. Stark. Ja, ich hab's sogar gesehen. Seid gegrüßt. Siehe den Ehrenfreund. Was ist das hier ein Dolch? Brauche ich eigentlich nicht. Dann nehme ich einfach das, was das teuerste ist zum Verticken. Ding her. Das Licht sehen. Oh, das Schiff fährt vor meiner Nase. Immer so. Die warten, jedes bis du ankommst Mal. Und flupp weg. Und zwar auch Zeit für ein Privatschiff. In SOD angefangen, aber da hab nicht mal einen Silber at the moment. Retail dafür ist mehr meine Daru Welt. Das ganze Gold. Verstehe ich auch. Ich muss aber sagen, wenn ich Retail spiele, würde ich niemals auf diesen Discord gehen, weil ich da irgendwie so eine Blockade habe, weil du das so gut solo spielen kannst. Und wenn ich nicht den Need habe, würde ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie den Kontakt zu den anderen Leuten suchen. Aber jetzt, wo ich das mal gemacht habe, gestern und heute, und einfach mit den Streamerinnen und Streamern Quatsch, das ist so cool. Einfach mal abends mit ein paar coolen Leuten quatschen und zocken. Inventar noch ein bisschen auf. Echt schon lange nicht mehr gemacht. Für euch tun. Oh. Wir sind auf dem Realm irgendwas mit Wild. Ja, Inventarmanagement ist groß geschrieben, wenn du so wenig Taschenplätze hast. Wild Hearts, glaube ich, oder so. Dankeschön, Enteklopädie. So funktioniert mein Details nicht. Wild Growth, genau. Oh, ich habe nochmal Geld vom Auktionshaus gekriegt. Nice Stein. Fliegen wir nochmal kurz nach Stormwind und gucken, was wir Neues lernen können von dem Hexenmeister-Lehrer. Das können wir noch kurz machen. Naja, das arme Team. Nee, so ist das ja nicht gemeint, weil mit dem armen Team spiele ich ja jeden Tag 5 bis 6 Stunden Multiplayer-Games. Jeden Tag. Aha. Jeden Tag. Jeden also Tag, so. Seit 12 Stunden. Und das ist sehr enjoyable, aber deswegen spiele ich abends meistens dann Singleplayer-Games oder so als Kontrast. Und das ist einfach mal erfrischend, einfach mit anderen Leuten zu reden beim Gaming, weil ich das jetzt schon bestimmt jahrelang nicht mehr gemacht habe. Zwischendurch mal so, klar, Dalu, logisch, aber man auch mal spielt auch mal mit Lena für Videos oder so, aber nicht außerhalb der Aufnahmen. Aber klar, das, was wir fünf Jungs haben, ist unersetzbar. Das ist, immer wieder merke ich das, zum Beispiel, wenn wir uns live, wenn wir uns im echten Leben treffen, wo dann aber auch andere Leute sind, so wie auf Events oder sonst was, was wir für einen Bond untereinander haben, wie wir miteinander umgehen, das hast du nur, wenn du das über Jahrzehnte aufbaust. Das ist, ich will nicht sagen einzigartig, aber für uns auf jeden Fall schon. Bond, James Bond. Ach, Sepp und Jay, ja klar. Sepp war Jays Trauzeuge. Gleich wieder da. Es wirkt meist in den Videos so, dass sie sich nicht leiden können. Nee, das ist nicht der Fall. Warte mal, wo kann ich denn die Quests abgeben? Ach, habe ich ja schon gemacht. Ich verliere. Ich wollte ja nur kurz nochmal leveln. Ach, ich bin müde. Was ist denn hier für eine Party? Ach, die Kräuterkundner.
Na, Freunde, das hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch zu quatschen und zu spielen. Dann würdest du nicht gehen. Die Müdigkeit schlägt mich. Ich weiß, dass du das nicht kennst. Du bist da einfach in einer anderen Liga, spielst du da. Ich weiß auch nicht, wie du das machst mit deiner. Das Schlaf ist für Schwache. Aber ja, Dalu schläft einfach gar nicht. Ist halt wirklich so. Ich bin leider, ich gehöre zu den Schwachen. Ach, Quatsch. Ich brauche das. Aber schön, dass du so viel WoW spielst. Freut mich. Ja, freut mich auch. Im Gegensatz zu Dalu ist jeder schwach. Ja. Ich freue mich auch, dass es diesen Discord gibt, wo man einfach mal joinen kann und mit coolen Leuten reden kann. Also, und ja, manchmal seid ihr da. Sehr cooles Projekt. Ja, definitiv. I like. Also gleich wird es auch wieder cool, wenn du weg bist. Ja. Gleich so. Pew, pew. Ah, endlich. Ah. Ja, dann habt noch einen schönen Abend, Leute. Ne? Bis die Tage. Ebenso. Dankeschön. Ciao. Mach's gut, genau. Was gibt's denn hier? Schön, Verschlinger der Seelen. Ich krieg hier eine neue Hexenmeister-Quest oder was? Für die Allianz. Ist ja coolig. Ist ja coolig. Und was kann ich hier? Alter, ich kann alles Mögliche lernen. Okay, da lese ich mir heute nicht mehr alles durch. Das mache ich ein andermal. Jetzt logge ich mich aus. Das war wirklich ein entspannter Stream. Außer bei der Ini, wo ich mich konzentrieren musste. Aber das hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Und vielen lieben Dank auch an die Mods, die wie immer für Recht und Ordnung sorgen, wie Chris und Pete. Ist von den Leuten, die gerade, ist Lena online gewesen? Nee, wa? Ich glaube, von den Leuten war niemand online. Wobei jeder aber auch nicht weiß. Die haben alle mich geradet irgendwann. Doch, Lena ist online. Ja, dann raiden wir natürlich Lena. Ist ja wohl absolut klar. Wenn die schon immer so schön dafür sorgt, dass ich hier Deathmines mit ihr spielen kann und sie geht jetzt noch in die nächste Inni und dann könnt ihr der dabei zugucken und facepalmen, wenn ich die demnächst im Stream zum ersten Mal laufe und komplett überfordert bin. Also habt noch einen wunderschönen Abend, liebe Leute. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Subs und die Unterstützung allgemein. Macht's gut, ciao. Jonas ist einer der Namen, die am wildesten geschrieben werden.